Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute mal mit Ansteckmikro und nicht mit dem normalen von der Kamera, weil ich hier hinten wahrscheinlich auch ein bisschen drum wuseln werde. Denn heute geht es um meinen Kleiderschrank. Der hat einen Frühjahrsputz verdient. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe eigentlich eine Ordnung und auch ein System dahinter und das werde ich euch dann auch hier nochmal so ein bisschen erklären. Und eigentlich ist es auch so, dass ich permanent aussortiere. Die Realität sieht nicht immer so aus und dann hat man dann doch das ein oder andere Kleidungsstück, wo man denkt, puh, wo kommst du denn weg? Dich habe ich jetzt so hier gar nicht erwartet. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch jetzt eigentlich so die perfekte Zeit dafür, um einfach mal so ein bisschen ein Clean-up zu machen. Ich habe ja schon im Badezimmer angefangen, jetzt geht es hinter mir weiter. Das wird spektakulär. Mal gucken, wie viel dann am Ende in meinem Schrank bleibt oder ob überhaupt was gehen darf. Das müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ihr könnt jetzt auch so ein bisschen meinen Stil miterleben, um das mal so zu sagen. Es ist eigentlich so, dass ich versuche, schon so ein bisschen bunter auch unterwegs zu sein und nicht nur Basics zu tragen, aber im Alltag trage ich halt schon relativ viele Basics. Ich mag es aber auch gerne, das Ganze aufzupeppen. Und was ich persönlich immer ganz gut finde, ist, ich habe das auch wirklich ganzjährig bei mir so hängen. Das sind jetzt keine Jacken oder so drin, aber mein Kleiderschrank wird jetzt nicht irgendwie saisonal geändert oder so, sodass man da jetzt nicht irgendwie Sachen in den Keller räumt oder so. Ne? Das heißt, ich versuche dann auch zum Beispiel im Winter auch Tops zu tragen, die ich dann drunter ziehe oder so. Dementsprechend sind die Sachen dann aber auch in regelmäßiger Anwendung. Ja, Sammy wollte auch mit dabei sein und hat jetzt gerade an der Tür rumgewuselt. Natürlich, ne? Er steht auch bei mir manchmal an der Seite und ist dann auch mit dabei. Und genau, ja, mein Kleiderschrank ist größtenteils in der Größe M. Ist bunt gemischt, aber es ist jetzt nichts Designermäßiges mit dabei. Ja, ich würde sagen, wir starten die Geschichte jetzt hier einfach mal hinter mir und ich höre auf, mich hier zu drücken. Hier haben wir vor allem so meine Winterpullis und ja, wärmeren, dickeren Geschichten. Auch so Weihnachtspullis findet man da. Die waren jetzt natürlich in letzter Zeit relativ viel in Anwendung. Klar, das ist jetzt hier einfach die Phase gewesen. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal durch, dass wir uns das mal genauer anschauen, was da vielleicht nicht mehr ganz so nice ist. Es ist auch so, dass wenn ich halt neue Sachen, frisch gewaschene Sachen halt hier hinhänge, dass ich die immer hier vorhänge und quasi ganz hier hinten dann Sachen sind, die ich schon lange nicht mehr getragen habe. Also am schlausten ist es eigentlich, wenn ich von hier hinten nach vorne durchgehe. Ja, das ist eigentlich ein Pulli, den ich sowohl beim Renovieren als auch im Garten trage. Das ist jetzt kein Designerstück, ne? Aber offensichtlich war ich jetzt schon lange nicht mehr in der Gartensaison draußen. Jedenfalls nicht zu einer Temperatur, wo man einfach nur so einen Pulli tragen konnte. Trotzdem, der wird auch immer wieder verwendet. Ich mag den einfach. Das hier ist ein Sommerbademantel, den habe ich letztes Jahr in Malaga gekauft und ja, den werde ich halt im Sommer jetzt verwenden. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt aktuell trage, sondern halt so ab Juni, würde ich sagen. Dann kommt halt mein wunderschöner roter Bademantel, der hier ganz lässig auf dem Stuhl noch liegt. Das sieht hier total super aus, ne? Der kommt dann halt auch in Wechsel. Ich finde es gerade interessant, dass ich die beiden Pullis wohl den ganzen Winter über eigentlich nicht getragen habe. Gut, bei dem hier ist es so, dass mir hier die Taschen fehlen und ich deswegen halt diesen Cardigan nicht getragen habe. Und ich glaube, den hier habe ich halt vor allem in der Stillzeit sehr gerne getragen, weil das halt sehr praktisch war. Aber jetzt fehlen mir halt die Okolyten dazu, ne? Das heißt, die beiden werden jetzt aussortiert. Weil wenn ich keinen Grund habe, ein Produkt zu behalten und vielleicht auch schon mir mal irgendwann, wie bei dem hier, ein Ersatzprodukt gekauft habe, dann sollte man die Dinger nicht einfach nur bevorraten, ne? Jo. Und so habe ich dann jetzt auch zum Beispiel wieder solche zwei bunten Kleiderbügel frei. Und das ist halt auch so meine Taktik. Ich habe eine gewisse Anzahl an Kleiderbügeln und wenn die belegt sind, dann muss ich aussortieren. Also sobald ich an meine schwarzen Kleiderbügel komme, weiß ich, dass ich nicht mehr also genug Platz habe, ne, und deswegen aussortieren muss. Das ist eigentlich ganz, ganz ein fancy Gedönsen, ne? Das hier ist auch wieder so ein Garten-Cardigan, Garten-Ding. Deswegen habe ich den jetzt auch natürlich eine Weile nicht getragen, wird jetzt aber in nächster Zeit öfters getragen. Und ihn hier habe ich wohl auch den ganzen Winter über nicht getragen, was ich sehr, sehr interessant finde, weil eigentlich liebe ich dieses Teil. Keine Ahnung, aber also aussortieren werde ich die beide nicht. Das hier sind auch zwei schwierige Schätzeleins. Einmal haben wir hier einen Weihnachts-Winterpulli. Ich trage halt lieber Weihnachtskleider, deswegen werde ich den hier wahrscheinlich aussortieren. Und bei diesem Teil ist es so, das ist von Haute Couture, von Tamtam Beauty. Eigentlich mag ich das sehr, sehr gerne. Aber ich finde irgendwie immer, wenn ich den anhabe, ist es so unbequem. Ich glaube, ich habe den einfach eine Nummer zu klein. Das heißt, die beiden werden jetzt auch aussortiert.
Ha, da hat sich ein Kleidungsstück reingemogelt, was einen schwarzen Kleiderbügel hat. Das wird jetzt natürlich gleich umgetauscht. Das ist einfach ein Pulli, der saisonal getragen wird zum Adventskalender-Unboxing machen. Der hatte auch schon mal bessere Zeiten, ne? Definitiv, aber es reicht. Hier habe ich mir vorgestellt, dass das doch super wäre, wenn ich den zum Sport trage. Ich hatte das als Zweiteiler gekauft, sowohl halt dieses Oberteil als auch die dazugehörige Hose. Die Hose trage ich regelmäßig, auch wenn die echt verrückt aussieht. Aber diesen Pulli trage ich einfach nie. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht ist er mir zu dick, vielleicht fehlt mir hier das Reingreifvieh. Ich weiß es wirklich nicht. Der wird jetzt auf jeden Fall aussortiert. Tja, warum auch immer diese beiden Schätze ein bisschen weit hinten gelandet sind. Das hier ist einfach ein super Drüberzieh-Cord-Holzfällehemd. Und hier ist wahrscheinlich einfach der Zenit überschritten, weil dieser wunderschöne Pulli von H&M ist mittlerweile sehr verwaschen und hat halt auch echt sehr viel Pilling. Das sieht nicht mehr so wunderschön aus. Ich mag den aber sehr gerne tragen. Also der ist vor allem, wenn es halt wirklich kalt ist, ganz toll. Der sieht halt nicht mehr schick aus, sodass ich den auch nicht mehr irgendwie... Das ist eigentlich ein Zuhause-Pulli. Ich sortiere den aus. Ich muss mir das jetzt nicht schönreden. Aber der ist so schön schwer halt auch, ne? Und halt auch richtig schön warm. Deswegen fällt mir das schon schwer, aber es ist ja nicht so, als hätte ich nichts zum Anziehen, ne? Jetzt kommen wir so zu Teilen, die ich halt auch in letzter Zeit wohl getragen habe. Den Pulli schon, ja, doch, den habe ich auch öfters getragen. Der macht jetzt halt nicht so die komfortabelste Figur. Ich gebe dem jetzt einfach nochmal einen Durchlauf, ne, dass ich halt nächstes Jahr nochmal schaue. Und das habe ich jetzt erst relativ neu gekauft, beziehungsweise bestellt und finde ich sehr hübsch. Das kann man halt auch echt toll zu so einer Leggings kombinieren. Und mag ich ganz gerne, hat hinten ein Öhrchen dran, das ist ganz niedlich. Ja, generell, ne? Das sind jetzt wirklich Sachen, die habe ich jetzt auch in den letzten Wochen, Tagen auch getragen. Einfach ein roter Pulli, das ist so ein Hoodie, der ist halt auch ein bisschen länger, ne? Ja, das sind auch, also das ist ein neues Schätzelein und das hier ist ein All-Time-Favorite, liebe ich einfach immer Schätzelein. Kann man halt auch super mal eben so drüber ziehen, das finde ich ganz praktisch. Und hier muss ich halt noch schauen, man sieht es jetzt glaube ich auch schon, dass da halt echt viele Haare von Sammy dran sind, ne? Das bleibt halt nicht aus bei einem weißen Hund, dass dann so schwarze Kleidungsstücke recht schnell so aussehen, aber dafür haben wir halt Fusselbürsten und das hat halt hinten so einen fancy Ausschnitt und das kannst du halt richtig geil, und ich habe sie mittlerweile, mit Overknee-Stiefeln und einer schönen Strumpfhose kombinieren. Ich glaube, diese Sweaterjacke von Nakatano habt ihr, glaube ich, schon 100 Mal in Videos bei mir gesehen. Ungelogen. Ich denke wirklich, dass es 100 Videos gibt, wo ich die trage. Das hier wird jetzt aussortiert, weil ich einfach, es hat es hinter sich, auch wenn ich die Farbe großartig finde. Ich trage es aber halt vor allem im Winter und das lässt mich halt super, super blass im Winter aussehen. Dann nehme ich dann lieber solche knalligen Farben. Ja, das hatte ich ja eben schon in grün. Das habe ich mir halt in zwei Farben damals gekauft, ne? Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Habe ich mir bei Amazon bestellt von Kapschi, ne? Da kann man ja auch einkaufen. Also klar, kannst du bei Amazon einkaufen. Aber Kapschi bietet auch die Kleidung, die im Onlineshop haben, auf Amazon an. Und das hier ist auch so ein Pulli, den ich halt ganz gerne so im Winter trage. Den finde ich ganz lässig und bequem. Halt ein nicht so hübscher Hirschkopf drauf oder Rentierkopf, ne? Aber er ist bequem. Hier haben wir einen Teil, diesen Pulli, den liebe ich, den finde ich echt toll. Der ist aber eigentlich mittlerweile echt schon OP. Egal, ich glaube, den werde ich einfach aus Nostalgiegründen behalten. Wo kommt der überhaupt her? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, den habe ich auch mal bei Amazon gekauft. Das ist sogar Größe S. Das ist ja unglaublich. Man sieht, dass der halt auch schon ausgebollert ist und alles, ne? Und ich muss auch immer hier am Kragen rumzuppeln. Das Ding ist halt auch schon relativ verwaschen. Das könnte man natürlich farbtechnisch auffrischen. Und den Pulli, den mag ich einfach auch gerne, weil der bequem ist. Der hat hier natürlich auch schon so ein bisschen Make-up-Rand. Der hat hier auch schon, dass er so ein bisschen die Fäden verliert. Aber ich lebe in dem Teil teilweise. Also das ist sehr bequem. Hier haben wir einmal Julius Lieblingspulli. Den darf ich nicht wegtun. Den hat er im Winter sehr, sehr geliebt. Den habe ich mir mal irgendwo gekauft. Steht aber kein Schild hier mehr drin, wo. Der hat halt so Perlen drauf. Das ist halt total super, ne? Lässt sich halt zu engen Hosen super schön kombinieren im Winter. Und den hier habe ich mal von Armed Angels in der Kooperation bekommen. Und den finde ich auch wirklich super bequem und angenehm. Und das ist auch wirklich ein guter Ersatz zum Beispiel für den, den ich eben aussortiert habe, der auch so schwer war, von H&M, ne? Kommen wir zu zwei rosa und pinken Sachen. Das habe ich letztens erst in der Lokiro-Bestellung drin gehabt. Der hier ist dermaßen verwaschen. Wenn ich so von der Seite drauf gucke, sehe ich einfach unterschiedliche Farben hier drauf. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Ja, aber er muss weg. Nein, das geht so nicht. Das kann man so nicht. Nein.
Da kannst du auch wieder die Farbe auffrischen, aber dann ist der halt auch verwaschen und alles. Und das muss einfach nicht sein. Irgendwann darf das auch mal so sein, dass man dann auch Sachen einfach mal auswechselt, ne? Hier haben wir auch zwei Schätze, die ich schon relativ lange besitze. Den finde ich total super. Der hat eine ganz schöne Farbe. Ist von Tom Taylor. Habe ich, glaube ich, mal bei, ich weiß nicht, Otto Bonprix oder so bestellt. Vor Jahren. Jahren. Ich finde den sehr, sehr angenehm. Auch der ist mittlerweile echt am Pilling dran, ne? Aber ich finde, der steht mir einfach gut. Und den kannst du zu vielen Sachen kombinieren. Und hier habe ich etwas, was genauso verwaschen ist wie das rosa Schweinchen, was ich eben hatte. Das kommt jetzt auch weg. Auch wenn ich es gerne mochte immer, ne? Aber sieht man auch, dass ich das sehr gerne mochte. Klar, manche Sachen sind natürlich jetzt auch noch in der Wäsche, ne? Hier habe ich einen Cardigan, den müsste ich jetzt demnächst mal nähen. Der ist, glaube ich, unter den Armen so ein bisschen aufgerüffelt, ist aber nicht schlimm. Den finde ich super. Der hat Taschen, der ist lang, der ist bequem, der hat eine Kapuze. Ich mag den. Dann habe ich hier noch so einen, den habe ich auch schon Ewigkeiten, aber der ist sehr, sehr robust von Zarful. Das war auch mal aus einer Kooperation. So ein grüner Pulli, ne? Finde ich auch richtig, richtig schön. Den kann man auch so ein bisschen off-shoulder tragen. Finde ich großartig. Und dann habe ich hier als letztes Hängeteil von dem Schrank. Das hier, und das ist super praktisch bei Kleidern zum Beispiel, ne? Wenn ich ein Kleidchen anhabe, das einfach drüber ziehen, so ein etwas kürzerer Zipper-Pulli irgendwie. Hier habe ich so ein Gürtelaufhängeding. Einen schwarzen Gürtel habe ich hier, dann habe ich hier so einen weißen Kummerbundgürtel quasi. Das sind alles irgendwelche Sachen, die ich von H&M oder so mal gekauft habe, ne? Wie gesagt, schwarz, braun, so einen dünnen, den brauche ich nicht. Den trage ich nie. Wann trage ich den denn? Habe ich schon ewig nicht mehr getragen. Dann so einen peachfarbenen, auch den trage ich nicht mehr. Den weiß ich auch gar nicht. Hatte ich, glaube ich, mal zu hellen Jeanshosen für mich so kombiniert, aber ich hasse eigentlich Gürtel. Dann habe ich so einen braunen Gürtel. Das geht auch immer irgendwie. Hier habe ich noch einen braunen Gürtel. Es reicht einer. Genau. Und dann nochmal so ein schwarzer Kummerbundgürtel. Achso, und hier auf meinem Stuhl liegt auch noch ein bisschen was. Da habe ich einmal so ein Bindeding. Das ist ganz cool, wenn man halt so Kleider hat und irgendwie mehr die Taille betonen möchte. Finde ich ganz praktisch. Kann ich den dazwischen stopfen? Ich weiß gar nicht, wo ich... Ich glaube, das ist eine Krawattenaufhängegeschichte. Ne? Also, ja. Das ist doch auch schon mal ganz gut, ne? Dann gehen wir mal weiter runter. Hier habe ich, ja, das muss eigentlich zu meinen Rucksäcken, aber egal. Den habe ich mal abgekauft von jemandem, die sich den gekauft hatte und den ich verwendet hat. Von Captain & Son mit X-Later, mit der lieben Julia in Kooperation. Ich glaube, dass ich den einfach mal demnächst verlosen werde oder so, weil kann ich ja auch in diesem Video machen, oder? Wir verlosen in diesem Video diesen wunderschönen, formschönen Rucksack. Der ist nämlich neu. Ich habe den noch nie verwendet. Sie hat den auch vorher nicht verwendet. Und der stand jetzt halt einfach, ich glaube, 2 Jahre einfach nur in meinem Schrank rum. Das ist zu schade. Also, ne, schau gerne in der Infobox vorbei. Da sind die ganzen Teilnahmebedingungen zu der Verlosung, wenn du möchtest. Und ja, das ist halt einfach eigentlich ein schöner Rucksack, aber ich habe einen anderen, der mir einfach besser gefällt, ne, den ich auch schon seit Ewigkeiten verwende, weil der einfach, der ist halt schon so eingetragen, um das mal so zu sagen. Genau, also der wird jetzt hier im Video verlost. Ich lege ihn hier mal hin. Das ist abgefahren. Hier habe ich, ja, ich muss nur mal kurz gucken, weil da ist auch ein Logo drauf. Von meinem Freund ein Blaumann geerbt quasi, weil ihm der nicht mehr passt. Der hat den damals getragen, als wir hier gebaut hatten, beziehungsweise umgebaut haben. Und mir passt er jetzt halt mittlerweile. Das ist jetzt von hinten, von vorne, ja, ist halt ein Logo drauf, ne? Aber genau, das ist mein Blaumann. Den trage ich ganz gerne. Den habe ich letztens noch im Garten getragen. Der ist echt super. Und den hat mein Freund halt schon eingetragen. Und deswegen ist der klasse. Vielleicht finde ich dafür noch irgendwie einen sinnvolleren Platz als irgendwo da reingeschmissen. Ja, ich habe hier auch so ein paar Sachen drin, Leute, ne? Das ist dann eher so Spielzeug. Das lasse ich dann auch einfach mal in den Tüten und werde ich dann nochmal separat durchgehen. Ich glaube, das ist besser so, oder? Und dann habe ich noch ein paar Hundedecken hier, da kann ich auch mal durchschauen. Also ich hatte die ja sonst für Sammy auch, ne? Aber Sammy braucht halt nicht mehr so viele Decken, weil wir hatten das sonst ja, dass er bei uns auch auf der Couch war und dann hatten wir auf der Couch die Decken, das brauchen wir ja alles nicht mehr. Das heißt, da schaue ich jetzt einfach mal durch, dass ich da 2, 3 von behalte oder so. Ah, das ist noch von meinem Kissen die Unterlage, die brauche ich eigentlich nicht, weil ich mein Sleep & Glow Kissen habe ich nämlich ohne dieses Ding, weil ich ja eigentlich Bauchschläfer bin, da brauchst du nicht nochmal die Erhöhung dabei und brauche ich die? Vielleicht, wenn ich nochmal schwanger werde, dann kommt das aber zu meinen, oder wenn ich dann halt, doch, wenn ich schwanger werde und nicht mehr auf dem Rücken schlafen kann, dann kommt das aber zu meinen Sachen, wenn ich nochmal schwanger werde. Ja, auch dafür gibt es Kisten hier.
Hier haben wir mein grandioses YouLike EPL Hair Removal Device. Den bewahre ich halt hier bei mir im Schrank auf und kann den halt immer alle aktuell 2 Tage verwenden. Vielleicht finde ich auch dafür einen sinnvolleren Platz, weil das Ding ist, dass Julius halt überall drankommt und da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Ja, bei der Ideenwelt habe ich mir mal irgendwann diesen Ultraschallreiniger bestellt für Schmuck. Ich habe ihn noch nie verwendet. Auch dieses Produkt wird in diesem Video verlost. Also es gibt 2 Gewinner. Bislang. Mal gucken, was dann noch so hinzukommt. Weil auch das ist komplett neu. Also das habe ich nie verwendet. Da macht es keinen Sinn, dass es hier einfach rumliegt. Dementsprechend, ne? Die beiden Sachen sind jetzt schon in der Verlosung drin. Oh. Hier habe ich so Duftsäckchen, aber die sind mittlerweile nicht mehr so duftend. Vielleicht sollte ich da auch einfach mal wieder was reinmachen. Das ist hier von Valdivi bei Upsala Tau. Also Schlafgut. Ja. Das hatte ich sonst im Kleiderschrank und fand ich immer super. Ja, muss wieder aktiviert werden. Ach Mensch, was man hier nicht alle findet, ne? Vor allem, ich habe da 2 Säckchen von. Ja, kann ich das auch in 2 dieser Schrankteile reinmachen? Was mache ich denn hier? Das hatte ich letztes Jahr gekauft und das ist so ein Seifenblasending. Ich denke, dass das jetzt in diesem Sommer ganz gut werden wird, weil Julius auch mittlerweile groß genug ist, um dann halt im Rasen, ne, im Garten zu sein. Ich glaube, er wird das auch sehr, sehr feiern. Also dementsprechend, das kommt auf gar keinen Fall weg. Ich habe es einfach nur 1 Jahr zu früh gekauft. Boah, was habe ich hier für ein Kram alle drin, sag mal. Das ist Schmuck. Das kommt nach oben. Ich habe oben meinen Schmuck. Das sind so Ketten, oh, so ganz edle Sachen, auch so von Fossil und so, ne? Das habe ich damals, als ich so Teenager war, von meinem Freund zum Beispiel, so als erste Geschenke oder so bekommen. Ach Mann, was ich hier alle habe, das ist ja unglaublich. Oh ja, das verlose ich auch in diesem Video, weil damals hat Lilly Silk mir das doppelt geschickt. Haben sie super gemacht. Das ist der Rock, den ich euch gleich zeigen werde. Aber ich glaube, das war eine andere Größe, wenn ich mich richtig erinnere. Muss ich nochmal nachgucken. Da kommen wir gleich zu. Also, ja, offensichtlich habe ich hier ganz schön viele Sachen in meinen Schränken versteckt, ne? Was echt Schätze sind. Genau, der Rock ist nämlich in der Größe M und ich habe den in Größe S, meine ich, behalten. Also da kommen wir gleich zu. Ich habe hier einen alten Laptop von mir. Ich traue mich ja nie, sowas wegzuschmeißen, weil ich immer denke, ach, ne? Aber irgendwie, den hatte ich nämlich auch in Reparatur damals gegeben, weil da irgendwas mit war, der ging nicht mehr an. Mittlerweile geht er wieder an und so. Aber das ist halt so, falls mein aktueller Laptop dann doch irgendwie den Geist aufgibt. Ist irgendwie total dumm, oder? Aber eigentlich haben wir für solche elektronischen Geräte oben eine Möglichkeit, wo wir die reinpacken. Da sind auch so unsere ganz alten Handys und so. Ey, die sind da alle noch, ne? Das ist echt abgefahren. Und ja, den sollte ich da vielleicht zupacken. Das kommt eine Etage tiefer, das sind Söckchen. Dann habe ich hier von Heidemann so ein Schmucketui. Auch das ist halt zum Reisen eigentlich total cool. Ich glaube, das nehme ich auch dann mit, wenn ich jetzt nach Kreta fliege. Das war nämlich vor, ich glaube, 2 Jahren oder war das letztes Jahr in dem Heidemann Adventskalender drin. Weiß ich gar nicht mehr. Da kannst du hier Ohrstecker reinmachen und hier auch so Ringe reinmachen. Hier dann auch so, ne? Eigentlich ist es voll super. Sollte ich dann halt wirklich mitnehmen. Das ist eine Kiste mit Spielzeug, noch mehr. Ja, hier haben wir dann die Hundedecken auch drin. Aber warum habe ich Sammys Sachen bei mir? Ne, das kommt in Sammys Schrank. Sammy hat seinen eigenen Schrank bei uns bei der Vorratskammer. Das muss doch nicht bei mir stehen. So, dann habe ich hier nämlich jetzt so ein leeres Ding, was ja total super ist. Weil wenn ich dann zum Beispiel jetzt meine 1 bis 3 monatige Anwendungsgeschichte von YouLike durchhabe, dass ich das nur noch sporadisch benutzen muss, kommt das hier nämlich rein, dass ich das dann immer griffbereit habe für einmal im Monat. Ne? Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Schaut mal, das sieht voll krass aus, oder? Feiere ich gerade sehr. Jo, wir kommen jetzt hier auch zu diesen Dingern. Oh, bewahre meinen Schmuck halt nicht mehr darin auf. Einfach, weil ich oben meine Schmuckständer habe. Oben habe ich eine andere Schmuckaufbewahrung. Das ist Müll. Der hat sich mittlerweile nicht mehr gedingselt. Hier habe ich auch so Klemmerchen für die Haare drin, die ich nie verwendet habe. Die kommen dann in Trash. Ich glaube, dieses ganze Ding kommt in Trash, weil hinten kannst du auch so Schmuck dranhängen, ne? Ich habe ja auch immer wieder die Trash-Pakete hier. Das mache ich dann einmal so ein bisschen sauber, weil hier natürlich ein bisschen Staub und so dran ist. Aber ich glaube, das könnte eine ganz gute Sache sein. Und guck mal. Hier habe ich so Portemonnaies drin. Das ist ja auch aufregend, ne? So Reiseportemonnaies, die hatte ich mal eine ganze Zeit gesucht. Wäre jetzt ja schön, wenn ich hier noch Millionen drin finden würde. Leider nein, leider gar nicht.
oder? Nicht mal einen Einkaufswagen-Chip habe ich mir hier gegönnt. Was ist das denn? Schade. Kommen wir zu dieser Schublade. Da habe ich Tops und so drin. Ich glaube, ich mache euch da auch mal ein Foto, dass ich euch das einblenden kann, oder? Denn wir sind ja alle von Natur aus neugierig und hier bewahre ich halt meine ganz normalen solche Tops halt auf. Und normalerweise ist es so, dass ich hier dann auch immer Stapel mit jeweils maximal 5 habe. Ja, ich bin da manchmal ein bisschen verrückt. Dann habe ich hier auch Söckchen drin. Wer braucht so viele Socken? Und das sind halt so Basic-Teile vor allem, die ich dann halt viel kombiniere. Und da gehe ich jetzt einfach mal schnell durch. Vor allem, wenn man sich dann irgendwann auch mal so Sachen gekauft hat, die man sich ersatzweise für geholt hat, trotzdem dann aber die anderen Sachen behalten hat, dann ist ja irgendwas schiefgelaufen, oder? Mal ganz ehrlich, also das habe ich so viel hier. Bei manchen Sachen, da kann ich mich einfach nicht trennen. Dann lasse ich jetzt auch hier drin. Dann bleiben die Sachen halt drin. Mann, ist dann halt so... Da ist man noch irgendwie stinkig mit sich selbst, glaube ich. Ich habe ja noch mehr Gürtel. Ich, die ja so oft Gürtel trägt, ne? Wow. Ich glaube, diese Söckchen muss ich so in use ausprobieren. Was ich ja so gar nicht gefeiert habe, sind die mit Spitze dran. Die kommen jetzt auch direkt mal weg, weil die sind gerutscht, die haben mir nicht gefallen, die sind einfach blöd gewesen und die waren halt auch echt unpraktisch. Was bist du denn? Ach, ein Body. Na, guck. Was machst du denn hier? Der Body gehört hier aber nicht rein. Auch spektakulär. Ach doch, das habe ich gedacht wegen Top. Mhm. Irgendwas habe ich mir mal irgendwann irgendwie dabei gedacht. In der Schublade, die ihr jetzt gerade eingeblendet seht, habe ich meine T-Shirts drin und auch so ein paar Dreiviertel-Oberteile oder Dreiviertel-Arm-Oberteile. Und meine normalen Socken sind davor, weil das geht natürlich nicht bis nach ganz vorne mit den Geschichten. Und deswegen habe ich den Platz genutzt. Aber kein Mensch braucht so viele Socken. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel Paar Socken braucht man? 20? 30? Allein 43 Paar sind da drin. Dann ist natürlich auch noch was in der Wäsche. Ich habe welche an meinen Füßen. Ich glaube, 20 Paar kann ich locker aussortieren. Aber ich kann mich nicht trennen. Wie kann ein Mensch eine so große sentimentale Geschichte gerade in Socken reinbringen? Ich habe hier 11 Paar Socken in meinen Händen und denke mir, ach, bin ich wirklich, wirklich? Die brauche ich doch noch. Das ist doch Tinnef. Aber es sind Pommes-Socken. Ich finde die toll. Unmöglich, wie man sich so anstellen kann. Mal gucken, ob es bei den T-Shirts besser läuft. Also, das hier ist ein total gammeliges, verwaschenes und total chilliges T-Shirt, was ich ständig trage. Aber was eigentlich total... Das sieht auch so aus, als wäre das halt schon richtig alt. Ne? Das sieht halt nicht so aus, als wäre man eine elegante Frau. Dementsprechend, ich habe genug Gammelklamotten. So, hier noch was... Ich zeige euch da aber nicht alle möglichen Sachen. Nein, nein, nein. Da gehe ich jetzt auch einfach mal relativ zackig durch und versuche da auch recht rigoros zu sein und nicht zu denken, das kann ich doch noch für den Garten verwenden. Jedenfalls versuche ich, mich davon abzuhalten, so zu denken. So denke ich nämlich sehr viel. Ja, und morgen kommt so um die Ecke, ich hab nichts mehr zum Anziehen, ne? Das ist dieses Typische. Aber was ich jetzt halt auch so richtig versuche, ist, dass so Sachen, die halt richtig intensiv nach Schwangerschaft rufen oder so, halt entweder in die Schlafrichtung wandern oder aussortiert werden. Aber das hier kann ich eigentlich so noch tragen. Das ist gut, das kann man vor allem dann auch noch kombinieren. Boah, wenn ich wüsste, wann ich mir das mal gekauft habe von Zalando in der Größe S, Leute. Das ist 100 Jahre alt und das ist auch mittlerweile so dünn, weil das so viel gewaschen wurde, dass ich das nur noch mit was drunter tragen kann. Aber ich finde es so toll. Nee, davon kann ich mich auch nicht trennen. Oh, Trois Suisse. Das ist so alt. So alt. Das ist bestimmt 20 Jahre alt. Ja, nicht ganz. Fast. Das ist richtig alt. Richtig, richtig alt, Leute. Und so toll. Das ist halt noch so richtig aus der Zeit, wo ich wirklich fast nur schwarz getragen habe. Ja, nächste Schublade. Es wird jetzt quasi immer wieder ein bisschen wärmer hier. Also wärmer im Sinne von wärmere Sachen, also dickere Sachen. Denn hier sehen wir einfach, sag ich mal, meine Pullis, meine dicken Socken, die ich halt so abends nach dem Duschen mir anziehe. Oder halt auch meine langärmeligen Pullis, die cropped sind, die ich dann halt auch ganz gerne jetzt so im Frühling tragen werde. Ne? Das ist in der Schublade. Achso, habe ich das gesagt? Mein Schrank kommt von Ikea. Den haben wir uns damals zusammengestellt. Mein Freund hat genau das gleiche auf seiner Seite stehen, was quasi hinter der Kamera ist.
Ja, die Cropped-Sachen sind ja relativ neu. Die habe ich ja jetzt auch just mal gerade erst in den letzten Monaten durch die Halara-Kooperation quasi einziehen lassen. Das hier ist etwas, was ausziehen wird, weil das halt so schwer zu kombinieren ist, weil das wirklich einen sehr, sehr großen Ausschnitt hat. Und man, also ich kriege da halt echt Probleme mit meinem BH und so, ne? Dass ich einfach nicht weiß, wohin mit meinem Gedönsen. Das sind alles relativ neue Schätze oder halt Sachen, die ich in der Schwangerschaft gekauft habe, wo ich halt auch entschieden habe, so hey, das kann ich halt easy auch tragen, wenn ich nicht mehr schwanger bin. Ne? Also vollkommen problemlos, das ist super. Das wird jetzt aussortiert, habe ich mich entschieden. Ist eigentlich traurig, ne? Also das hatte ich mal in der Kooperation von Armed Angels bekommen. Ich finde diesen Pulli wunderschön, aber ich mag den Ausschnitt nicht. Ich bin halt überhaupt nicht so dieser Turtleneck-Mensch, ne? Das ist gar nicht meins, ich trage es einfach nicht gerne. Ja, das hier ist einfach, das sitzt komisch, also das betont halt wirklich alles. Selbst in der Schwangerschaft sah das auch sehr, sehr merkwürdig aus. Also das fand ich vom Schnitt her sehr blöd. Ich bin kein Streifenhörnchen, jedenfalls nicht in dem Maße, sodass diese beiden Geschichten von Jessica, ich glaube, das genau ist C&A, auch gehen dürfen. Bei dem hier muss ich mir mal eben kurz angucken, das ist ja so ab und an, ne? Dass man dann unter die Achseln guckt. Nee, das sieht gut aus, das ist 1A. Sollte ich nur mal öfters tragen, ist echt hübsch. Ja, Socken, ne? Wir sind wieder bei dem leidigen Thema. Es gibt so ein paar Socken, die ich total geil finde. Die trage ich unheimlich gerne. Das sind halt solche richtig geilen Kuschelsocken, die so flauschig sind. Liebe ich, aber solche, die so ein bisschen nicht so kuschelig sind. Das sind für mich eher so Schwitzesocken. Und die hier sind mir einfach zu eng. Claudia und ihre Sockengeschichten. Und bei den anderen muss ich mal gucken, ob ich da jetzt Schwitzifüße von kriege oder nicht. Ich will jetzt auch nicht zu viele Socken aussortieren. Ich hab ja nichts. Satan, jau, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so viel aussortiere. Muss ich wirklich sagen. Bin da wirklich stolz auf mich, ne? Kann ich das hier nämlich hier sogar rüberlegen? Und dann habe ich hier komplett freie Bahn und kann mir noch viel mehr von diesen dicken Socken kaufen, die ich bequem finde. Yay! So, letzte Schublade. Das ist Chilly Milly, das sage ich euch. Das ist nicht nur Schlafanzüge, also Pyjamas, sondern halt auch, ja, wie soll ich das sagen? Es sind halt so, eigentlich so Jogginghosen oder so, ne? Für mich sind es einfach Loungehosen, zu Hause Rumsitzhosen. Und auch hier wird definitiv das ein oder andere gehen dürfen. Also ich starte hier erstmal mit meinen langärmeligen Schlafanzügen. Bist du das gewesen? Ja, der ist einfach zu kurz unten. Das mag ich nicht. Wenn Schlafanzug-Oberteile unten zu kurz sind und ich dann quasi bauchfrei schlafe, kriege ich die Pimpernellen. Das kann ich gar nicht haben. Ja, der hier ist so richtig geil verwaschen. Brauche ich mal irgendwie mal einen neuen. Oh. Dann habe ich hier so ein paar Schlaf-T-Shirts. Ja gut, im Sommer braucht man halt vielleicht auch das ein oder andere mehr. Schlaftops. Schlaf hier, schlaf da, schlaf tralala. Das ist ein bisschen viel, Claudi. Hm? Ja, da sortieren wir aus. Dieses Top ist einfach wirklich Uppe. Das kommt weg. Das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Das finde ich aber nicht gut. Das finde ich gut. Das ist mittlerweile, das ist auch sehr, sehr geil gewesen, aber es ist mittlerweile halt auch nicht mehr so angenehm auf der Haut. Das hier sind so richtige Chillhosen. Was bist du denn? Dich hatte ich ganz vergessen. Wo kommst du weg? Ah, das gehörte mal zu einem Schlafanzug. Hier sind Leggings. Das ist eine Schlafanzughose. Die hatte ich ganz vergessen. Ach Mensch. Das ist eine schöne Frühlings... Die kann ich doch jetzt hier... Mensch, was ist das denn? Dann kann ich nämlich hier mal meinen... Ja, das ist so richtig... Das ist das, was ich aktuell so trage, ne? Mega verwaschen. Ja, dazu kombiniere ich dann sowas. Mustermix kann ich auf jeden Fall. Und das ist eigentlich das Schlafanzug-Oberteil zu der Hose, die ich jetzt gerade gefunden habe. Läuft bei mir. Das ist voll die gute Leggings. Warum ist sie denn hier drin? Das ist ja verrückt. Die kommt zu den Leggings. Voll bequem sieht die aus. Chillhose, Chillhose. Chillhose, Chillhose, Chillhose. Jogginghose, Chillhose. Schlafanzughosen. Auch da wieder die Frage, wie viele braucht man? Ja, also die hier ist dermaßen verwaschen. Das geht nicht mehr. Mit einem eleganten Print. Oh, hier habe ich das Oberteil letztens von weggetan. Die Hose, das ist halt total blöd. Ich bügel nicht, ne? Und wenn, also Schlafanzüge zu bügeln, Entschuldigung. So weit kommt es noch hier, ne? Nein, und das sieht, also das fühlt sich halt auch auf der Haut auch nicht kuschelig an. Das hier sind so richtig ausge...
gefledderte Hosen. Oh, das liebe ich. Ganz selten trage ich im Sommer mal kurze Hosen zum Schlafen, wenn es richtig, richtig heiß ist. War es jetzt so die letzten Jahre nicht unbedingt mehr. Trotzdem habe ich dazu Klamotten. Passt die mir eigentlich noch? Kann ich ja mal eben reinhüpfen. Ich glaube, die war am Bauch dann doch relativ eng, ne? Obwohl, nee. Es geht. Aber finde ich das schön? Nee, nicht mehr. Ach, guck mal. Die hatte ich auch noch mal in der langen Version. Ist halt nicht so eine super bequeme Geschichte, ne? Die ist ganz schön. Ist eigentlich nicht als Schlafanzughose gedacht. Aber ich fand die super nice eigentlich. Aber die hat einen zu dicken Bund. Deswegen kommt die weg. Das nervt mich dann als Bauchschläfer. Die ist super verwaschen. Aber ich finde die großartig. Die kommt, glaube ich, von H&M oder so. Ja, H&M Basics. Geil. Also die hat Taschen. Die hat einfach so viel, was ich liebe. Sollte ich vielleicht mal irgendwie einfärben. Dass die halt auch wieder in ihrem Braun erstrahlt. Und das hier ist halt ein Höschen. Wirklich nur ein winzig kleines Höschen, was ich aber auch gerne im Sommer so trage. Dann habe ich hier noch zwei kurze Hosen, die man theoretisch zum Sport tragen könnte, den ich nicht mache, aber ist egal. Dieses wunderschöne Teil habe ich mal von Marion geschenkt gekriegt. Und ich muss leider sagen, also ab und an getragen, aber es nimmt halt massiv Platz weg. Ne? Es ist halt so ein Rentier. Ich chill halt wenig so mit sowas auf der Couch oder so. Das mache ich halt einfach nicht. Wenn, dann mit einer Decke oder so aber oder mit Bademantel. Genau, das ist halt nicht so meins. Deswegen, es tut mir sehr, sehr leid, liebe Marion. So süß wie das ist. Aber das kommt jetzt weg. Ja, Schuhe befinden sich hier auch noch mit drin. Aber die sind alle fein. Die dürfen da unten bleiben. Sieht so leer aus. Ich muss shoppen gehen. Ich habe nichts mehr anzuziehen. Wir sind schon beim nächsten. Schon, Leute, ich bin schon 2 Stunden am Drehen. Hier war jetzt gerade mal allgemeines Akkuladen und so nötig. Wow. Okay, also erster Schrank fertig. 2 Stunden sind rum. Aber das war eigentlich auch der schwerste Schrank, um das mal so zu sagen, weil da halt auch sehr viel drin ist. Jetzt gehen wir durch diese Schätzelein durch. Hier habe ich in den Türen immer meine BHs halt. Ne? Und ich möchte auch wirklich nur noch BHs tragen, die wirklich super bequem sind. Ich brauche keine BHs mehr, die einfach nur alles oben halt optisch schön machen, sondern ich möchte auch mich selber damit schön fühlen und das Ganze auch, ne, dass ich, also ist irgendwie logisch, aber man hat es irgendwie jahrelang falsch gemacht für sich. Deswegen, die hier drin sind, die trage ich auch immer regelmäßig und die dürfen auch hier bleiben. Und jetzt gehen wir hier mal durch. Hier habe ich sehr viele Kleider und ein paar Röcke. Einfacher werden tatsächlich die Röcke sein. Das sind 2 Schätzeleins, die ich eigentlich auch wirklich regelmäßig trage. Das ist ein etwas längerer Rock und das ist ein etwas kürzerer Rock. Ne? Kann man ganz gut im Winter, im Herbst, im Frühling eigentlich auch teilweise kombinieren. Die sind halt sehr, sehr dick. Das heißt, das ist schon sehr warm damit. Und das finde ich aber auch gar nicht so verkehrt. Könnte ich jetzt tatsächlich auch zum Beispiel hier so drüber kombinieren. Ne? Jo. Dieser hier ist großartig, ist halt eher so ein Schwitzi-Rock, ne? Da muss man wirklich aufpassen. Und der ist von Halara, der hat ein Höschen mit drin, der ist mega geil. Und ja, die sind einfach auch sehr praktisch, sehr passend. Und deswegen, also ich bin jetzt halt noch bei den Sachen, die ich halt letztens noch getragen habe. Tja, ja, ja. Also, den hier finde ich super, diesen weißen, genauso auch diesen bunten. Den bunten habe ich, glaube ich, wirklich schon seit mehreren Jahren. Also hier sind auch 2 Röcke drauf, wie man offensichtlich sehen kann. Dieser hier wird mich verlassen. Ich fand das irgendwie vom Feeling her so cool, dass ich gedacht habe, Mensch, da bist du so fancy mit unterwegs. Ja, aber es ist ein Produkt, was man bügeln muss. Und da bin ich ja nicht so für zu haben. Deswegen ist das nicht so meins. Und ja, da sind auch Flecken drauf und so. Ach so, ich habe hier schon meine Sachen in Säcke reingepackt. Mega. Ich habe fast schon den zweiten Sack voll. Und hier kann ich jetzt auch das dann tatsächlich so machen, dass ich dann nur einen Rock auf dem Bügel habe. Das ist praktisch. Oha, ich glaube, ich brauche echt mehr Bügel. Egal, aber ich habe oft das so, dass ich halt 2 Röcke auf einen Bügel packe. Das hier sind, glaube ich, alles Halara-Röcke. Ich finde hier wirklich praktisch, dass du halt das Höschen da immer schon mit drin hast. Das hier ist gar kein Rock, das ist eigentlich eine Hose. Ne? Und da freue ich mich schon drauf, das jetzt auch rege tragen zu können. Kommen wir zu den nächsten 2 Bügeln und den nächsten 4 Röcken. Das hier ist der Rock, den ihr in diesem Video auch, wenn ihr möchtet, gewinnen könnt, ne? Von Lily Silk. Ich trage den in der Größe S und habe den aber auch noch in der Größe M hier und den in der Größe M würde ich dann verlosen. Ich schreibe in die Infobox auch rein, was ihr für welches der Produkte halt quasi als Hashtag oder als was auch immer schreiben müsst. Ne? Genau, ja, finde ich schön, mag ich gerne leiden und auch diesen grünen Rock, den habe ich mir irgendwie letztes Jahr gekauft oder vorletztes Jahr, als ich schwanger war, zusammen mit einem Top, was ich auch sehr gerne trage.
Das ist halt wirklich auch so ein bisschen Boho-Style. Und ja, das müsste man eigentlich auch bügeln. Aber ich finde, bei dem sieht das nicht so schlimm aus. Der darf auch so aussehen. Hier habe ich einen Rock oder habe ich sogar zwei Röcke. Also den schwarzen, den trage ich einfach gar nicht. Der kommt weg. Der ist eigentlich total super, aber eigentlich auch total alt. Eigentlich mag ich den. Aber nein, der kommt weg. Der hat nämlich auch Taschen, was ich eigentlich total praktisch finde. Aber ich finde, der sieht oll aus, wenn ich den anhabe. Nee. Auch wenn der von der Marke Yes ist oder Yes. Ja, hier habe ich jetzt so blaue Röcke. Das ist ein etwas kürzerer. Auch wenn der oll aussieht, aber ich finde den total toll. Ich lasse den jetzt nochmal diesen Sommer mitlaufen und mal gucken, ob ich den trage oder nicht. Was hier mein Ding war, ist, der ist halt irgendwann so eingelaufen. Ist von, ich weiß gar nicht, woher der ist. Von L-O-G-G. Ich glaube, das ist H&M, oder? Naja, auf jeden Fall ist er irgendwann halt so sehr oben auch eingelaufen. Im Bündchen ist es doch hier immer sehr, sehr eng ist. Und wenn ich den halt abends ausziehe, dann sieht man halt hier immer, wie schön der eingeschnitten hat. Ich liebe diesen Rock. Ich liebe ihn so sehr. Aber der ist halt auch mittlerweile echt verwaschen. Das hier trage ich, oder diesen Rock trage ich halt super gerne, wenn wir so zum Grillen irgendwo sind. Oder, keine Ahnung, wenn wir halt mit entspannten Menschen entspannt unterwegs sind. Der ist halt auch mittlerweile schon, ich weiß nicht, 15 Jahre oder so. Das Bündchen rüttelt sich halt hier schon so ein bisschen sehr. Ja, aber ich finde den eigentlich voll toll. Ja, der wird jetzt auch dieses Jahr nochmal mitlaufen und dann gucken wir mal. Ich kann mich nämlich bei dem hier noch dran erinnern, da haben wir irgendwann von der Clique ein EM oder WM gucken oder so gemacht. Und ich habe mich so wohl an dem Tag gefühlt und ich erinnere mich halt immer wieder daran, wenn ich diesen Rock auch anziehe. Und das war einfach so schön, ne? Alles so luftig, locker, leicht, auch die Stimmung. Ich glaube, diese Röcke kommen alle weg, weil die trage ich nicht. Die trage ich nicht. Die habe ich seit 100 Jahren nicht mehr getragen. Ich trage diesen Rock nicht. Das ist nicht meins. Das macht meine Beine nur noch blasser durch dieses Blasslila. Und ich fühle mich damit halt auch irgendwie nicht richtig. Ja, und dann halt im Sommer trage ich jetzt eigentlich eher weniger solche dunkleren Sachen. Den habe ich, glaube ich, ein, zweimal getragen. Weiß nicht. Nee. Ist ganz süß, aber ich mag es halt lieber, wenn ich dann wirklich so bunte Sachen trage, ne? Das hier ist, glaube ich, zu, in Anführungsstrichen, oll gewesen für mich. Deswegen habe ich den nicht getragen. So kleine Blümchen auf Sachen. Wenn die Blumen bunt sind, vielleicht. Wenn es so Pastellgeschichten sind, aber das war nicht so meins. Und das geht mir jetzt richtig leidig ab. Ich fand den so schön, als ich den auch gekauft habe, habe ich mich so wohl mit dem gefühlt. Aber der ist halt, ich muss hier immer aufpassen, was ich drunter ziehe, weil der halt schon durchsichtig ist, ne? Man muss immer aufpassen, wo man sich hinsetzt, weil es halt ein weißer Rock ist. Und der hat halt auch nicht die perfekte Länge, weil für mich persönlich müsste ich am liebsten den ja hier oben tragen. Aber dann habe ich Hochwasser im Rock. Nee. Kleider. Ich liebe Kleider. Oh mein Gott. Kleider und ich, wir sind so. Ich würde am liebsten immer nur im Kleid rumlaufen. Oh, es ist so bequem, weil du musst nicht hier immer irgendwie rumzuppeln, wenn es hochrutscht oder so. Ne? Man muss nicht irgendwo aufpassen, ob dann vielleicht eine Kimme rausguckt. Deswegen, nun, das hier ist ein Kleid, was ich großartig finde, aber was ich halt auch nicht wirklich anziehe, wenn ich irgendwo hingehe oder so. Das ist halt einfach ein Chili-Milli, mir einfach Überziehkleid. Ne? Das ist super bequem, habe ich jetzt letztens halt noch getragen. Deswegen ist es quasi vorne. Also je weiter ich quasi in diese Richtung gehe bei meinen Kleidern, desto älter oder desto weniger oft habe ich die jetzt in letzter Zeit getragen. Ne? Ich liebe dieses Kleid, auch das ist schon Ewigkeiten alt. Das ist halt echt oll. Das ist richtig oll. Man sieht es hier hinten halt, ne? Das flust alles ab. Das ist von Ernstings Family. Überall sind so einzelne Fädchen und so. Ich glaube, ich muss mich davon trennen und irgendwie gucken, ob ich dafür quasi einen Ersatz irgendwo mal irgendwann irgendwie finde. Aber das ist halt, man muss halt auch mal gucken, ne? Wenn die Klamotten halt zu sehr zerschlissen sind und man sie halt jetzt nicht irgendwie nähen oder so kann, dann sollte man halt auch irgendwann mal sagen, okay, dann muss es halt mal weg und das ist halt bestimmt schon 15. Weiß ich nicht, oder noch älter. Es ist richtig alt auf jeden Fall schon. Das hat eine richtig schöne Figur gemacht. Die beiden sind relativ neu von Halara. Das hier möchte nochmal ordentlich verwendet werden. Dafür habe ich auch extra noch so ein Höschen, was ich anziehen kann, damit man halt nicht drunter gucken kann, was ich toll finde. Das habe ich jetzt auch schon öfters getragen. Das finde ich richtig angenehm und richtig bequem. Das ist halt jetzt, also dieses hier ist tatsächlich nicht unbedingt etwas, was in Anführungsstrichen in Videos gut aussieht, aber im realen Leben fühle ich mich damit richtig wohl.
im realen Leben, Claudi. Jo. Hier habe ich zwei Kleider, die ich auch sehr gerne mag. Ja, die finde ich einfach super bequem und super hübsch. Das sieht sogar ein bisschen zu schick fast schon aus, ne? Dieses hier, dieses Samtkleid, das hatte ich das? Nee, ich hatte da eine andere Version von an, als wir im Januar auf dem Dalton-Event waren. Da wollte ich unbedingt was Schickes abends anziehen und alle kamen einfach mega chillimilli. Huch, apropos Dalton, das hier ist ein Kleid von Hess Natur. Das habe ich damals auch auf meinem ersten Dalton-Event getragen. Das ist mittlerweile halt auch schon relativ uppe. Das ist ja auch schon, boah, 3 Jahre alt oder 2 Jahre, weiß ich nicht. Aber ich habe es sehr, sehr häufig getragen, ne? Und hat Taschen mit dabei. Ich liebe es. Und dafür habe ich zum Beispiel diesen Kummerbundgürtel, den ich euch eben gezeigt habe. Hier habe ich auch nochmal so ein grünes Samtkleid, was ich wunderschön finde. Da brauche ich halt immer meine Fusselbürste, ne? Um das Ganze halt ein bisschen zu entfusseln. Aber das, vor allem hier oben, das mag ich so gerne. Ich muss es so ein bisschen ins Licht halten, ne? Dieses hier, weil das halt so schön den Ausschnitt so positiv betont. Jetzt nicht irgendwie, ne, Krawumm betont, sondern halt so schön. Auch hier nochmal ein Kleid, was ich von Halara mir letztens bestellt hatte. Das ist halt für wirklich etwas schickere Events gedacht, weil das halt auch so ein ja, sehr, sehr eleganter Stoff ist, ne? Also das ist tatsächlich eher so für, man geht mal abends weg oder man macht mal irgendwie einen Mädelsabend oder so. Da würde ich das ganz gerne tragen. Das habt ihr so oft schon gesehen, das habe ich auch in verschiedenen Farben. Die sind halt mittlerweile auch echt mega uppe, ne? Das sind aber so meine Winterkleider und ich liebe sie, ich lebe im Winter darin. Hier habe ich nochmal eins, das ist auch so eine Hassliebe. Ich finde, das fühlt sich unheimlich gut auf der Haut an und ich trage es auch wirklich, wirklich gerne. Ich finde, es macht aber einen sehr komischen Oberkörper einfach. So, und ne, deswegen, aber trotzdem, das bleibt auch noch. Das hier habe ich auch von Lara und das mag ich sogar auch ein bisschen lieber als das andere Rote, was ich habe. Das ist quasi das gleiche wie das Grüne, was ich euch gezeigt habe, nur halt in Rot. Ja, hier habe ich dann auch noch mal zwei cremefarbene Geschichten. Das hier ist auch super bequem, aber ich trage es eigentlich schon relativ selten. Ich glaube, das hier kommt jetzt weg. Ja. Das kommt jetzt einfach mal weg, weil ich es einfach so selten trage. Das macht dann auch nicht so viel Sinn. Ich habe ja ein anderes weißes Kleid. Ich lege das mal zur Seite, weil der gelbe Sack ist, glaube ich, voll. Und dann habe ich hier noch etwas, das kann ich zum Beispiel über langärmelige Geschichten drüber ziehen. Da muss ich halt immer nur ein bisschen mit dem Ausschnitt aufpassen. Das hatte ich mal an Raquelli damals. Mit der habe ich ja auch mal ein Video gedreht letztes Jahr. Genau, ein Adventskalender-Unboxing. Hatte ich ihr mal ausgeliehen, als sie mal irgendwann hier war und so. Und später, als sie dann quasi rausgewachsen war, habe ich es zurückbekommen. Ja, hier haben wir dann ein paar Weihnachtsoutfits. Die kennt ihr ja aus Adventskalender-Unboxings, ne? Das sind halt einfach so Pullis, die ich dann halt zu diesen Unboxings oder halt auch ganz regulär an Weihnachten trage. Finde ich toll und habe ich mal relativ günstig bei Shein gekauft. Ja, natürlich. Hier mein, ich lebe in diesem Kleid nochmal in Grau und in Bordeaux. Dann habe ich hier zwei. Dieses hier ist auch so ein, das ist total praktisch eigentlich, weil das trage ich vor allem, wenn Hochsommer ist und die Adventskalendersaison startet, weil das so schön kurzärmlich ist. Aber das hat einen schwarzen Bügel, kriegt jetzt einen gelben. Ich sehe es selber, ne? Ich habe schon bei manchen Sachen ein bisschen getrickst und mir gesagt, ach komm, das ist ja auch eh nur Saisonware und dann kann ich das ja auch auf einen schwarzen Bügel packen, dann muss ich dafür nichts aussortieren oder so. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist schon sehr, sehr crazy von der Vergangenheitsclowny gewesen, um das mal so zu sagen. Nun, auf jeden Fall, das hier bleibt definitiv, das ist total klasse und ja, auch hier wieder Haute Couture. Schönes Kleid, Ausschnitt schwierig, jedes Mal, wenn ich es trage, kriege ich Komplimente und ich finde es auch wirklich schön. Ich fühle mich aber nicht jedes Mal wohl darin, das bleibt aber trotzdem nochmal. Das Einzige, was ich halt habe, ist, dass vor 2 Jahren sind ja 2 sehr geliebte Menschen bei uns in den Familien gestorben, also sowohl bei meinem Freund ist der Opa verstorben, als auch mein Opa und dieses Kleid hatte ich halt auf der Beerdigung von seinem Opa an. Und da muss man dann halt leider immer wieder dran denken. Das ist schwierig, ne? Deswegen glaube ich auch, dass es Menschen gibt oder dass Menschen irgendwann dazu übergehen, gewisse Kleidungsstücke auch wirklich nur für Beerdigungen zu haben und die dann nicht im Alltag verwenden wollen. Hier habe ich 2 sehr alte Schätze. Oh ja. Dieses Kleid hier von Orsay, die sind beide von Orsay, sehe ich gerade. Okay, das trage ich rauf und runter und das werde ich auch tragen, bis es mir von meinem Körper fällt. Ich liebe den Schnitt. Ich habe das
auch so ein bisschen schon zurechtgeschnibbelt, weil da war auch nochmal so eine separate Bindungsgeschichte, die habe ich weggemacht. Das sitzt so super und das ist halt so richtig luftig, locker, leicht, ne? Und das seht ihr auch sehr häufig dann im Sommer immer bei mir. Und das habe ich vor Jahren gekauft. Sieht nicht mehr so fresh aus, aber ist egal, ich lieb's. Und dieses Kleid habe ich mir, ich glaube, damals zusammen gekauft, als ich mit meiner Schwägerin shoppen war. Und was ich hier halt so großartig finde, du hast hier halt Taschen auch mit dabei und du kannst hier auch einfach ein T-Shirt oder Top oder was weiß ich, irgendwas halt auch drunter ziehen. Ne? Ist immer ganz angenehm und bequem. Das ist auch schon relativ verwaschen, aber auch das wird erst aussortiert, wenn es mir vom Körper fällt. Hier habe ich wieder zwei Kleider aus Kooperation. Einmal Armed Angels, da habt ihr mich, als ich das letztes Jahr auch getragen habe auf dem Dalton-Event, so mega nachgefragt, wo ich das her habe. Ne? Das hatte ich euch kurz vorher auch gezeigt, dass ich das in der Kooperation gekriegt habe. Vielleicht habe ich dieses Jahr auch wieder welche, ich weiß es nicht, aber mega geile Qualität, wunderschönes Kleid, mag ich auch sehr, sehr gerne. Perfekte Länge, ne? Nicht zu kurz, nicht zu lang. Und hier habe ich dann eine etwas kürzere Geschichte. Da habe ich auch das Höschen quasi oben mit drüber gelegt, weil man da drunter halt auch eine Radler quasi trägt, das ist von Halara. Und das ist halt so ein richtig Hochsommerkleid. Und letztes Jahr hatten wir ja nicht unbedingt Hochsommer leider. Aber das hier von Halara hatte ich dann auch ab und an mal getragen, weil das auch ein bisschen länger war. Auch hier ist dann das Höschen oben mit dran. Und dieses hier kommt von Kos. Das hatte ich letztes Jahr mit meiner Mama zusammen gekauft. Das ist wunderschön, ne? Echt cool, so in einem grünen Ton, sehr hochwertig auch vom Stoff her. Und ich denke auch, dass ich das mitnehmen werde nach Kreta. Da freue ich mich schon so sehr drauf, Nicole zu treffen von, also Chiquita's Place, ne? Und Melly und Amelie und meine ganzen Kolleginnen von Instagram. Oh, ich habe die alle so lieb. Das ist echt sehr schön mit denen tatsächlich. Und das ist jetzt nicht irgendwie so eine, oh mein Gott, wir freuen uns alle Kulisse, sondern es ist wirklich so. Wir haben jetzt schon eine WhatsApp-Gruppe und schicken uns jetzt schon verrückte Bilder rum. Das ist unglaublich cool. Dieses Kleid habe ich, wo habe ich das denn getragen? Ich weiß es nicht. Finde ich auf jeden Fall mega schön. Wo habe ich dich denn weg? Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall wunderschön. Und ja, das hat hinten halt auch noch eine Schnürung, wenn man möchte. Und das ist halt dieses Graftig hier so in der Mitte, was ich total toll finde, weil das so körperbetont ist, aber halt freundlich körperbetont. Ne? Also es betont hier nicht jedes Röllchen oder so. Finde ich sehr, sehr angenehm. Ja, mag ich einfach gerne leiden. Und hier habe ich eins, das hatte ich mir letztes Jahr auf Corfu, glaube ich. Ja, gekauft, genau. Und da hatte ich ja noch meine andere Oberweite, um das mal so zu sagen, als ich da halt quasi gerade abgestellt hatte. Das saß so gut. Jetzt mittlerweile, ja, es ist dann doch eher so, dass man da noch etwas nachhelfen muss und so. Aber ja, es sieht auf jeden Fall getragen auch sehr hübsch aus und so. Und es verleiht auch einen gewissen Vibe. Und möglicherweise nehme ich das auch sogar mit nach Korfu, muss ich mal gucken. Nach Korfu, vor allem Kreta. So, hier habe ich dann auch zwei etwas längere Schätzchen. Ah, nee, das trage ich nicht. Das hatte ich mir damals gekauft, so als, vielleicht trage ich das zur Glow. Das war auch nicht günstig, ne? Wo kommt das? Von ASOS, genau, ASOS Design. Ja, nee, ich trage sowas eigentlich nicht. Oder ich versuche es diesen Sommer noch irgendwann mal zu tragen. Und wenn ich es wirklich nicht trage, dann wird es aussortiert. Weil ich fand das eigentlich so schön. Und das ist halt auch wieder dieses Leichte und so, ne? Wenn man irgendwie irgendwo mit der Familie oder Freunden grillen ist oder so. Dafür muss es aber jetzt mal wieder ein bisschen wärmer werden. Eigentlich habe ich dieses Kleid sehr lieb und möchte es behalten. Deswegen kommt das erstmal noch wieder in den Schrank, auch wenn ich es wirklich ewig nicht getragen habe. Das hier finde ich mega geil. Wo kommst du denn weg? Keine Ahnung. Ich glaube auch irgendwie damals gekauft im Schwangerschaftsdasein, weil das halt auch so ein Wickelkleid ist. Keine Ahnung, wo ich das her habe, Leute. Wirklich nicht. Deswegen, also irgendwas zu verlinken oder so, ganz schwierig bei mir, ne? Und das finde ich auch super, super schön. Und das mag ich. Hat eine gute Länge. Ist einfach ein hübsches Kleid. So, wo habe ich dich denn weg? Das weiß ich gar nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass diese Farbkonstellation, ich habe es damals gedacht, dass diese Farbkonstellation mir stehen würde und sie mir schmeicheln würde. Tut sie aber nicht. Das heißt, das kommt jetzt auch weg. Das macht auch keinen Sinn. Das lag jetzt lang genug einfach nur rum. Zack. Und dann habe ich nochmal das Gleiche, was ich euch eben, ich glaube, ne, in Blau schon gezeigt habe, auch nochmal in Rot. Ja, das freut. Also, das freut sich darauf, getragen zu werden im Sommer. Oh ja, Orange. Orange, Orange, Orange. Darin sehe ich ein bisschen, das sieht nicht so geil aus, muss ich wirklich sagen. Das kleidet mich tatsächlich nicht so gut. Ich glaube, es liegt wirklich daran, weil dieser Bund sehr tief sitzt, ne? Und diese Kordel,
Zum Beispiel, wenn die Kordel jetzt an der Taille wäre, dann würde das Ganze halt auch ein bisschen mehr das Richtige betonen. Und so sieht es aus, wenn ich das anhabe, als hätte ich hier halt wirklich mega Seitenspeck, ne? Was ja nicht so ist. Nee, auch wenn es praktisch ist mit den Taschen und ich total auf Kleider und Röcke mit Taschen abfahre, ist das jetzt einfach mal raus. Und das hier liebe ich einfach total. Auch wenn das wieder so ein Bügelzeug ist, ne? Teufelzeug, genau. Das ist auch ein Jumpsuit, also der ist quasi, ne, an den Beinen so zusammen. Und der ist halt für zu Hause im Hochsommer so schön, so schön. Zum woanders tragen ist schwierig, weil ich den meistens dann halt ohne BH tragen muss. Das hier ist auch ein wunderschönes Kleid, auch hier wieder mit Taschen. Auch hier ist der Bund ein bisschen zu tief geschnitten, aber er ist nicht so eng und das, irgendwie passt das trotzdem. Also ich weiß nicht, für dieses Kleid habe ich wirklich ein Herz und es bleibt auch. Und hier habe ich einen Rock, oder? Nee, das war doch ein Kleid. Genau, das habe ich gekauft, als wir auf Korfu waren. Und genau, da war ich halt auch schwanger, ne? Und das war total toll. Irgendwann hat es halt gar nicht mehr gepasst und jetzt muss ich einfach nochmal gucken, wie das so mit uns beiden ist. Aber die Farbe ist einfach unheimlich schön und ich mag dieses Kleid auch. Das habe ich in so einer kleinen Boutique dort gekauft, wo wir am letzten Abend sind wir nämlich über so einen Markt gelaufen oder, keine Ahnung, durch irgendwelche Gassen durch oder so. Und dann bin ich mit ein paar Mädels gewesen und dann hatte Simone dann auch Sweet Living Interior, ne? Mit der war ich dann auch da in dieser Boutique und sie sagt, oh, das sieht so schön aus. Ja, recht hatte sie, ich muss es nur öfters tragen. Also, hier habe ich erstmal eins, was ich auch super entspannt finde. Ich hatte zwar eben ja schon so ein grünes Kleid, hier habe ich noch so eins. Aber beide mag ich richtig, richtig gerne. Ne? Auch wenn ich hier wieder diese kleine Blümchen-Thematik habe. Aber ich finde, bei solchen Sachen oder in dieser Konstellation sieht das gut aus. Das sieht jetzt nicht aus wie ein super hochwertiges Kleid. Ne? Ist es auch nicht. Dann habe ich hier, das habe ich damals auf der Glow getragen, auch von ASOS Design. Das ist halt so Nostalgie, in Anführungsstrichen. Also ich werde immer wieder daran erinnert. Das hatte ich, glaube ich, auch auf dem Event damals, letztes Jahr an, von Maxim. Oder war das das Rote? Ich weiß es gerade gar nicht. Eins von den beiden hatte ich auf jeden Fall an. Ja, genau. Das erinnert mich an eine sehr schöne Zeit mit wundervollen Menschen. Und dann habe ich einmal dieses Kleid hier von Pimki. Das ist auch schon Asbach, uralt, ururalt. Aber das ist so bequem auch und so, so schön. Ja, sieht auch noch vernünftig aus, ne? Bleibt. Dieses Kleid von Lily Silk finde ich wunderschön. Ich trage es nur so selten, weil ich bügeln nicht mag. Und immer meine Mama frage, wenn ich das gebügelt haben muss, ob sie das machen kann, weil ich einfach nicht bügeln kann. Gerade Seide, Leute, ganz, ganz verrückt, ne? Aber nun, so ist das halt. Ist ein wunderschönes Kleid. Ich habe die Größe M und das ist halt auch so ein Kleid, was ich dann wahrscheinlich mit nach Kreta nehmen werde. Und das hier ist so ein, wie soll ich dieses Kleid nennen? Eigentlich muss ich es wegtun, weil eigentlich, weiß ich nicht, es ist ein böses Kleid. Es hat einen irre tiefen Ausschnitt und damit kann man sich halt wirklich auch ein sehr, sehr schönes Dekolleté basteln. Und es sieht halt einfach irre, irre sexy aus, so, ne? Und ich mag das eigentlich auch sehr, sehr gerne. Ich trage super selten, weil wann, ne, mache ich das mal? Und eigentlich sind diese Stäbe, die hier vorne drin sind, auch mittlerweile echt nicht mehr so nice. Also die verschieben sich halt auch immer. Das ist im Prinzip so ein Stab, der so rumgeht, ne? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber egal, das piekst da manchmal hier oben, weil der hier oben auch so, oh, eigentlich muss es weg. Nein, das wird jetzt gelassen einfach aus solchen Gründen. Jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen rigoroser hier werden, ne? So, also das hier ist so ein typisches wir feiern Weihnachten Kleid und ich ziehe ein Kleid an Kleid, ne? Das macht eigentlich Sinn, wenn ich jetzt nicht irgendwie gerade die Möglichkeit habe, eins meiner Weihnachtsprints zu nehmen. Ja, und das hier, ich glaube, das muss weg. Das hat was und das ist eigentlich auch mega, 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 weil das auch einen richtig krassen Rückenausschnitt hat und so und damit habe ich mich auch richtig gefühlt, nein, das kommt jetzt weg. Das kann ich halt auch nicht mit BH tragen und ohne BH sieht das halt wirklich auch nicht aus. Das fühle ich halt einfach nicht, das kommt jetzt weg. Man sollte auch keine Klamotten behalten, wo man denkt, ach, da muss ich nochmal wieder reinwachsen, wisst ihr? Außer, das ist halt wirklich anlassgebunden. Blödsinn. Dieses Kleid habe ich mit meiner Schwägerin gekauft damals und das ist wirklich toll. Das hat hier auch so Abnäher an der Seite, sodass es halt auch wirklich so schön tailliert ist. Es hat Taschen. Du kannst da alles drunter ziehen, finde ich richtig toll. Das hier ist auch sehr schön. Das trage ich im Frühling auch ganz gerne, wird jetzt auch demnächst öfters getragen werden. Ja, ich mag diese Art von Kleidern schon, ne? Das sind
tolle Sachen, tolle Schnitte, mag ich. Das ist ein Kleid, was ich damals auch getragen habe auf Korfu, auch sehr, sehr hübsch. Ist einfach ein schönes weißes Kleid, da war halt auch unsere White Party, dafür hatte ich das damals gekauft. Und mag ich einfach gerne leiden. Das ist auch figurumschmeichelnd, ne? Sitzt ganz toll. Wohingegen ich dieses hier nicht so gerne mag und das kommt jetzt auch weg, das sieht mir persönlich halt einfach zu, ich weiß es nicht, es passt nicht so zu mir. Weil hier habe ich jetzt zum Beispiel dieses Rüschen, Gedönsen und so, das ist nicht mein Vibe, ne? Das ist, passt so nicht mehr zu mir, finde ich. Denn als dunkelblaues Ausgehkleid, Cocktailkleid, wie auch immer man das nennen mag, habe ich dieses hier ja. Das habe ich damals mit meiner Mama zusammen gekauft für die Hochzeit von meiner Mama und ihrem Mann. Und ja, das finde ich ganz hübsch. Ich finde, das steht mir auch ganz gut. Das sitzt ganz entspannt und da muss man jetzt nicht so groß sich Gedanken darum machen, was man dazu kombiniert oder so. Hier habe ich so ein Jäckchen. Das kommt weg. Das habe ich nie getragen. Das habe ich mir gekauft, weil ich dachte, das macht Sinn. Habe ich nie getragen zu Kleidern. Nie. Einfach nie. Und dieses rote Kleid habe ich schon länger nicht mehr getragen. Ist eigentlich auch so ein Weihnachtskleid. Warum habe ich das nicht mehr getragen? Ich weiß es nicht. Ich habe mich gerade entschieden, dass dieses Kleid hier wegkommt. Dieses Weihnachtskleid. Ja. Denn ich habe ja eigentlich genug. Also, ne? Wie viele braucht man davon? Und so ein langärmeliges Kleid, was so dick ist, trägt man ja auch relativ selten. Also dementsprechend muss das jetzt nicht in meinem Kleiderschrank versauern. Übrigens, alles, was ich aussortiere aus meinem Kleiderschrank, wird natürlich gespendet. Ne? Das wird jetzt nicht irgendwie weggeschmissen, sondern es wird in, hier Jacke wie Hose nennt sich das bei uns. Das ist so ein Secondhand-Laden, da bringe ich das einfach hin und dann ja, ne? Kann das da entsprechend weitergegeben werden. So. Mit Röcken und Kleidern sind wir auch durch. Ich habe hier wieder ein bisschen Platz in der Mitte, finde ich großartig. Die Bügel packe ich dann gleich noch zur Seite. Ja, jetzt sind wir hier einmal etwas drunter. Ich weiß nicht, man macht das doch immer, dass man da irgendwas reinschmeißt, ne? Das Seitenschläferkissen, für das dieser Kissenbezug gedacht war, existiert, glaube ich, nicht mehr. Das hatte ich damals anfangs in meiner Schwangerschaft, glaube ich, auch im Bett gehabt, aber schon lange nicht mehr. Gibt es das noch? Nein, das hat mein Freund auch nicht mehr bei sich im Schrank. Dann brauchen wir auch nicht mehr den Bezug dafür. Ich schmeiß das erstmal alle aufs Bett. Weil ganz ehrlich, keine Ahnung, was hier alles drin ist. Und am liebsten will ich da ja gar nichts drunter haben. Am liebsten nichts. Soll das so frei sein? Das wäre echt toll. Wenn überhaupt so, hier so wie auf dieser Seite, ne, dass man so ein, zwei Kisten oder so dahinstellt, die man damit Sachen befüllen könnte. So, gehen wir mal durch. Hier habe ich zuallererst eine Tasche, die war mal in der My Little Box drin. Die finde ich eigentlich ganz süß. Was mich hier, oder das Einzige, was mich hierbei stört, ist tatsächlich, dass sie halt oben keinen Reißverschluss oder so hat. Ich muss mal gucken. Die soll jetzt noch mal einen Sommer lang mitlaufen. Dann schauen wir mal, ob das was wird. Die habe ich von, die ist toll. Die hat auch einen Reißverschluss oben. Die habe ich mal auf einem Event von Dalton bekommen. Die ist von Jubilist. Das ist so eine richtig schöne Strandtasche. Die könnte ich jetzt eigentlich auch gut verwenden als normale Totebag, ne? Dass man die einfach so hat. Hier habe ich mal wieder einen Rucksack. Ich meine, dass der auch mal irgendwo in einer Box oder in einem Adventskalender war. Der ist jetzt so nicht verkehrt. Da muss ich dann noch mal gucken, ob ich diesen Rucksack dann behalte oder ob ich den blauen nehme. Weil eigentlich nehme ich immer den blauen. Eigentlich nehme ich nie einen anderen, weil ich den blauen toll finde. Den blauen seht ihr gleich. Hier habe ich irgendeinen Einleger. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Dann habe ich hier zwei Bezüge. Achso, das ist Müll. Das muss, wobei, Müll ist hinter euch. Hehe. Die Bezüge, die sind super, die sind nämlich für mein Kissen und die wechsle ich eigentlich auch recht häufig. Die kommen jetzt alle aus der Wäsche, das heißt, die kommen dann auch einfach wieder zur Seite. Ich kann aber jetzt nicht alles zur Seite packen. Dann habe ich hier noch ein neues Portemonnaie irgendwie. Ein neues Portemonnaie, was man halt so ganz elegant auf Reisen und so mitnehmen kann. Aber ich habe ja meine wiedergefundene, ne? Das heißt, das hier werde ich dann auch vielleicht mitverlosen. Ja, das packe ich einfach hier mit in diese XX-Later-Tasche mit rein. Ne? Wer die gewinnt, hat das Portemonnaie auch mit am Start. Dann habe ich hier einen Hut. Den hatte mir damals Melli gekauft für das Corfu-Event. Und ich finde den toll. Der ist von Gina Bignotti, also von... Sieht aber ich habe dafür kein Gesicht eigentlich, egal. Also kein Hutgesicht. Der ist halt von Ernstings Family. Ne? Kann man machen.
Das ist halt praktisch, vor allem wenn man dann ja irgendwie Sonne und so und dann hat man den und dann ist das toll. Ja, das ist schon ein praktisches Teil. Hier habe ich noch so einen Gurt von Nordlicht. Der war, glaube ich, auch meiner Trendradar-Box drin. Ich habe mir gedacht und ich habe mir vorgestellt, dass ich den halt für Taschen verwende. Aber ich tue das gar nicht. Mache ich gar nicht. Ist auch noch original verpackt. Kommt nach oben, auch dann irgendwann mal verlosen. Das hier sind frische Sohlen. Die werden jetzt demnächst mal wieder ausgewechselt für meine Schuhe einfach. Aber dann kommt das zu meinem Schuhschrank. Hier habe ich so Pins, 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 Pins. Brauche ich auch nicht. Das hier ist eine Tasche. Die hatte ich in einer Tasche und da war die Ewigkeiten drin. Ich glaube, die Sonnenbrille oder das ein oder andere, was hier so drin ist, das kann ich mir rausnehmen. So ein kleiner Notizzettel hier zum Beispiel oder ein Feuerzeug, Kulis. Oh, funktioniert sogar noch. Das kann ich mir dann auseinandersortieren und größtenteils aber entsorgen. Das ist Müll, weil leer. Ach, guck mal, ich habe hier noch Menstruationswärmepflaster. Kann ich gerade sehr gut gebrauchen, auch wenn ich eigentlich mein Timmitoppi aktuell gut verwende. Aber die gab es mal, ich glaube, beim Lidl oder beim Aldi. Das hier ist für unter dem Laken eigentlich gewesen. Das halt die. Ist eigentlich dämlich. Eigentlich die Matratzen quasi geschont werden. Das brauchen wir nicht, weil wir können unsere Matratzen wie heißt das? Matratzen-Dinger waschen. Ja, und weil ich halt immer meinen eigenen Kissenbezug verwende, verwende ich halt nicht die, die halt bei diesen Sets immer mit dabei sind. Ne? Will man die wegtun? Eigentlich muss man die ja nicht wegtun. Nee, ich behalte die noch. Ja, habe ich drei von. Ist super. Das hier ist ein Stuhl, den ich mir damals gekauft habe für die Glow. Das ist eigentlich ein Anglerstuhl. Ich glaube, den packe ich mal bei uns in Shoppen. So, hier haben wir auch einfach Bettbezüge. Also wir haben ja immer die saisonal passend sind bei mir im Schrank. Die anderen sind bei meinem Freund im Schrank. Das heißt, wir müssen demnächst auch wieder durchtauschen, weil jetzt so langsam kommt der Frühling. Taschen habe ich jetzt hier. So, eine Bikini-Bag, die ist ganz praktisch tatsächlich. Die werde ich auch mit dann wahrscheinlich in Urlaub nehmen. Diese Tasche, die war in so einer Estée Lauder Sonderedition mal drin. Das Unpraktische an ihr ist einfach ihre Größe. Und das Praktische ist auch gleichzeitig ihre Größe. Ah, okay. Ich habe hier noch mehr Taschen. Oh mein Gott. Ich hatte hier schon mal offensichtlich auch so eine Tasche mal in der My Little Box drin, so als Strohtasche. Ich glaube, weil ich halt schon die von Jubilist habe, werde ich die hier wegtun und die hier behalten. Kann man vielleicht auch so farbtechnisch, outfittechnisch mal ein bisschen was anderes kombinieren? Immer gucken, ob noch irgendwas in Taschen drin ist. Ich kenne mich. Ich bin da echt immer wild. Das ist so eine typische Partytasche. Die ist, glaube ich, von S. Oliver oder so. Ist bestimmt auch irgendwas noch drin. Yo. 1000 Sachen. Kullis. Wertcoupons. Zahnseide. Ih, ich glaube, du musst weg. Pflegestift von vor Jahren. Sowas wollen wir nicht in Taschen haben, ne? Ja, aber das ist halt so eine Casual-Umhängetasche, die man halt immer so hat. Nein! Zieht euch das rein! Ich habe 50 Cent gewonnen. Cool. Und hier sind Tampons drin. Ich wollte nämlich letztens noch neue kaufen. Jetzt habe ich wieder welche gefunden. Dafür ist sowas echt praktisch mit dem Kleiderschrank ausmisten, Leute. So, weiter geht die wilde Reise. Ich trage nicht solche Taschen. Nein, die sind mir zu klein. Also solche Clutches, ne? Was soll ich damit? Das brauche ich nicht. Ach, ich sollte wieder reingucken. Da war ja was. Ah, da ist auch noch was drin. Das ist ein Lippenstift-Case. Ah, ja, das war eine Sonderedition mit MAC mal zusammen. Kannst du deinen Lippenstift reinmachen? Packe ich auch hier mal mit in die Tasche. Ich brauche das nicht. Ich verwende sowas nicht. Das ist übrigens auch von My Little Box gewesen. Mensch, was haben die viele Taschen immer in ihren Boxen, wa? Genau, dann habe ich hier so eine Umhängetasche. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich damit elegant aussehen würde, aber auch hier haben wir halt nicht diese Möglichkeit, dass du diesen Reißverschluss drauf hast. Trage ich sowas? Ich glaube, ich habe die vielleicht einmal mal zu einer Hochzeit oder so getragen. Ja, mal gucken. Ich glaube, dieser Tasche sieht man an, dass ich sie sehr viel trage. Die kannst du nämlich sowohl als Umhängetasche, die haben meine Nachbarn mir mal quasi geschenkt, als Umhängetasche kannst du die tragen. Du kannst dir das aber auch so machen, dass du die als Rucksack machst, indem du das einfach hier durchziehst. Habe ich von irgendeinem Laden bei uns hier in der Stadt in Ibbenbüren gekauft, der leider jetzt letztens zugemacht hat. Mega praktisch. Mega, mega praktisch. Die finde ich großartig. Oh mein Gott. Das ist eigentlich auch eine coole Tasche.
Aber ich trage die nie. Die habe ich mir damals mit meiner Mama zusammen in Holland gekauft. Aber wie gesagt, ich trage sie halt nie. Warum eigentlich nicht? Die ist voll schön. Die hat sogar einen Reißverschluss. Hier haben wir Spannbettlaken, die bleiben da auch drin. Oh. Noch mehr Klatsches. Oh. Ja, da habe ich mir auch vorgestellt, dass ich damit elegant aussehen würde. Halt auch mit so einer Kette dran, ne? Ist aber sau unpraktisch. Nein, kommt weg. Ja, noch eine My Little Box Tasche. Die haben da echt viele von rausgebracht. Auch mit so einer Kette. An sich ist die hübsch, aber wie gesagt, die hat hier nicht irgendwie einen Reißverschluss. Die hat auch keine weiteren Taschen oder so hier mit dabei. Die wird nicht bleiben. Hier haben wir auch wieder so eine Klatsch. Das ist einfach nichts für mich. Das war sogar irgendein hochwertiges Ding, ne? Das habe ich mal, ich glaube, von meinen ehemaligen Kollegen geschenkt gekriegt, ja. Aber ich verwende es halt so nicht unbedingt. Klar, kannst du halt so dein Handy reinmachen, vielleicht auch ein bisschen Geld oder so. Aber wenn ich halt eine Handtasche habe, dann muss da ein bisschen mehr rein als nur ein bisschen Geld und mein Handy. Ich habe da meistens einfach noch ein paar mehr Utensilien und das passt da halt alle nicht mit rein. Das heißt, ich glaube, ich weiß noch nicht. Die hier war auch mal in irgendeiner My Little Box. Tatsächlich, das ist so eine Bauchtasche. Die hatte ich jetzt auch mit, als wir feiern waren, Karneval gefeiert haben. Das ist super praktisch gewesen und die finde ich auch nach wie vor super. Kann man halt für genau solche Events auch klasse verwenden. So, dann habe ich jetzt hier noch weitere Korbtaschen. Wow, okay, also, das hier ist eine, die habe ich mir mal selber irgendwann gekauft oder war die auch in der Box drin? Du bist doch bestimmt auch aus der My Little Box, oder? Weiß ich nicht. Made in China. Steht hier nicht mit bei. Aber ich könnte es mir vorstellen. Auf jeden Fall habe ich jetzt ja schon eine Korbtasche. Dann brauche ich nicht diese hier noch. Das heißt, die kommt weg. Oh Gott, dass ich so rigoros bin hier. Und hier habe ich halt so eine Umhängetasche aus Kork von My Little Box mit Reißverschluss, die in den Untiefen meines Schrankes einfach verschwunden ist. Die bleibt. Kommen wir zu der angekündigten blauen Tasche. Die nehme ich ganz gerne mit, wenn ich dann wirklich verreise. Dann packe ich da meinen Laptop rein, mein Handgepäck ist es dann quasi, ne? Und die finde ich praktisch. Da muss ich halt nochmal gucken, welche von beiden ich dann mitnehme. Weil die ist halt die, die so schön eingetragen ist, ne? Eigentlich ist die großartig. Hier haben wir noch so ein Case, wo ich Dinge drin habe, die da schon seit 100 Jahren drin sind. Da muss ich durchgucken, vor allem die Lippenprodukte, Leute. Dann habe ich hier so ein, ja, schmeiß mich in die Tasche und ich mache deine Tasche sauber, Ding. Das ist einfach nur so eine Glibberkugel quasi, Zauberkugel. Ne? Aber das ist, finde ich, irgendwann so eklig, dass ich sie halt nie verwendet habe. Was habe ich denn jetzt gerade noch hier hingeschmissen? Irgendwas hatte ich doch gerade in der Hand, Leute. Wo ist es hin? Nix, ne? Okay. Dann habe ich hier eine Kameratasche, die kann man halt immer mal so gebrauchen. Jetzt nicht immer grundsätzlich, also zum Verreisen nehme ich ja nicht die Kamera mit, die da ist, sondern halt eine andere. Und da habe ich dann halt eine kleinere Tasche für. Aber ich finde die eigentlich ganz praktisch, wenn man dann halt hier vielleicht mal draußen Aufnahmen macht oder so, um die halt mitzunehmen. Dann habe ich hier noch so eine Travel Solution Geschichte. Bin ich mir nicht sicher. Eigentlich habe ich ja das von Crash Cosmetics und das finde ich richtig toll. Da brauche ich dieses hier eigentlich so nicht mehr. Aber eigentlich ist es ganz geil, weil das hat eine richtig tolle Aufteilung. Das war auch mal irgendwo, irgendwo war das mit dabei. Keine Ahnung wo. Ne? Und das feiere ich eigentlich schon. Und dann habe ich hier noch etwas, das ist eine, kann man richtig toll und klein zusammenfalten. Wenn ich das jetzt auseinanderfalte, kriege ich das nie wieder zusammengefaltet. Eine Reisetasche quasi. Verwende ich die? Also eigentlich ist es keine Reisetasche, sondern es ist im Prinzip so eine Sporttasche, die ich für Verreisen nehmen würde, weil ich halt einfach keinen Sport mache, ne? Nee, wenn ich verreise, dann nicht mit sowas, weil das ist unhandlich. Habe ich auch nie verwendet, ne? Freut sich sicherlich jemand anderes drüber. Hier habe ich noch ein Brillencase, was leer ist, aber das Brillenputztuch kann man noch gebrauchen. Wobei auch so ein Brillencase, habe ich eigentlich relativ viele von, egal, kommt aber woanders hin. Meditationsöl, nein. Ciao Bella, das ist, das hatte ich mir auch zur Seite gelegt. Das kann ich mir theoretisch dann an meinen Koffer als Kofferanhänger dran machen. Aber ich habe ja an und für sich was anderes. Auch das übrigens natürlich aus der My Little Box. Da muss ich nochmal gucken,
ob ich das brauche. Eigentlich nicht, weil ich, wie gesagt, Kofferanhänger habe, die etwas hochwertiger sind. Das packe ich euch auch mal in die X-Letter-Tasche mit rein. Ne? Da kommt einiges rein. Das war abgelaufen. Das hier ist mein Rosenkranz. Den habe ich damals, ich glaube, zur Erstkommunion geschenkt gekriegt. Ja, den habe ich auch immer noch. Den halte ich auch in Ehren. Das ist tatsächlich etwas, was mich auch an die schönen Zeiten meiner Kindheit erinnert. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, den als Nostalgie-Gedönsen aufzubewahren, finde ich, ne? Dann habe ich hier eine Tasche, die habe ich von meiner Oma mal geschenkt gekriegt. Also die hat sie quasi aussortiert und mir geschenkt. Und ja, die habe ich letztes Jahr auch schon ein paar Mal verwendet. Das ist eine richtig schöne Frühlingstasche. Die könnte ich jetzt auch schon mal wieder tragen. Einige Taschen, wo ich gerade gesagt habe, ne, könnte ich mal wieder tragen. Ist einfach so. Die hatte ich schon wieder vergessen. Das ist halt auch so ein praktischer Rucksack. Den kannst du, den habe ich mal, ich glaube, bei Deichmann oder so gekauft. Kannst du so tragen. Kannst du aber auch ganz lässig als Rucksack tragen. Das ist halt so eine, kannst du halt für Ausflüge auch ganz gut nehmen. Weil wir ja so viele Ausflüge machen, ne? Ist klar. Aber ist halt praktisch. Wobei ich halt zukünftig, glaube ich, deutlich größere Rucksäcke für sowas brauchen werde. Ich habe den einfach auch schon seit Jahr und Tag nicht mehr verwendet. Deswegen kommt der hier, glaube ich, jetzt auch einfach mal weg. Ich habe schon wieder einen Euro gefunden. Hier geht es ja richtig ab. Habe ich wohl offensichtlich auch in der Corona-Zeit getragen. Man wird hier richtig reich, wenn man mal in seine Taschen guckt, ne? Dieser Moment, wenn man sich wünscht, dass irgendwer kommt und weitermacht. Naja, also, da oben ist soweit fein. Hier habe ich das fein. Und jetzt gehen wir zu meinen... Ja, was habe ich denn hier alles? Das sind eigentlich alles Leggings. Läuft. Ich liebe Leggings. Ich lebe in Leggings. Leggings sind einfach bequem. Ja, die kann ich gut gebrauchen, ne? Aber wir fangen dann erstmal an bei Sachen, die ich jetzt nicht so super häufig trage. Zum Beispiel, ich habe solche Bodies. Kannst du vielleicht mal verwenden? Habe ich den? Doch, ich habe den, glaube ich, einmal zu irgendeinem Kleid getragen. Ich bin ja kein Fan von Shapewear oder so, ne? Das hier sind solche, die gehören ja eigentlich zu den Kleidern, die da oben hängen, ne? Das sind diese Höschen dazu. Ja, das ist irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Mag ich das? Nein. Bei dieser Hose bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt noch passt, sie jetzt anzuprobieren. Deswegen, ich probiere heute auch nicht allzu viel an, weil ich meine Erdbeerwoche habe. Da macht es nicht so viel Sinn, das jetzt auszuprobieren. Aber ich glaube, Größe 38 könnte ein bisschen knapp sein. Vielleicht jetzt einfach mal drüber ziehen. Ist eigentlich dumm, weil es wird eh zu klein sein. Kriege ich das überhaupt über meine Beine? Oh, nee. Das passt wohl nicht mehr. Oh, dann habe ich hier, das hatte ich mir für die Schwangerschaft gekauft, eigentlich so ein Ding, wo man dann halt den Bauch ganz entspannt auch hat. Das kann man auch tragen, wenn man nicht schwanger ist, ne? Das ist auch mal ganz entspannt. Dann habe ich hier noch so eine kleine Geschichte. Ja, ich glaube, die brauche ich jetzt aber so nicht. Ich glaube, die habe ich mal von einer Freundin gekriegt. Ich finde den Style jetzt nicht so schön. Ei, 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 ei. Hier habe ich so allerhand für über Bikini oder so drüber ziehen, ne? Dass man sich nicht, dass es nicht so friert oder so. Ist eigentlich ganz süß sowas, finde ich. Genauso sowas. Das Einzige, was ich halt bei sowas schwierig finde, ist, nun ja, wie soll ich das sagen? Du wirst halt sehr merkwürdig braun. Und möchte ich lieber sowas haben? Oder möchte ich lieber sowas haben? Weil das hier erinnert doch tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen mehr an Gardine. Aber ich glaube, dass es an und für sich chilliger ist. Ne, das ist mir zu sehr Gardine. Das finde ich cool eigentlich. Auch wenn das jetzt nicht so super viel Schutz oder so bietet. Ne? Hier habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Shapewear. Ach so, nee, so eine Hose hatte ich mir damals gekauft, damit meine Beine nicht so reiben. Brauche ich sowas? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Und sowas finde ich irgendwie auch echt frech, ne? Nee, weigere ich mich jetzt einfach mal. Hier habe ich schon meine erste Leggings. Die ist aber farblich jetzt nun so gar nicht das, was ich präferiere, um das mal freundlich zu sagen. Hier habe ich nochmal so eine Hose davon. Die hatte ich mir damals gekauft für die Glow auch tatsächlich. Leggings noch und nöcher. Die von Halara zum Beispiel, die behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich auch noch so ein paar ausgefallenere, die ich mir damals bei Oceans Apart bestellt hatte, die ich auch sehr, sehr cool finde. Hier habe ich welche, die sind halt sehr, sehr dick.
aber die sind halt im Winter richtig gut. Die hier habe ich mir mal gekauft bei Rossmann, war das, glaube ich, ne? Faszino, genau. Oder war das DM dann? Ja, sitzt auch super gut, auch sehr, sehr empfehlenswert. Da hast du halt jetzt nicht irgendwelche Taschen oder so. Trotzdem aber eine sehr schöne Leggings. Die hast mein Freund ja, ne? Meine Weihnachtsleggings, die sind auch mittlerweile so verwaschen, dass die einfach durchsichtig sind. Die sind so bequem, aber die kommen jetzt weg. Hier habe ich noch eine braune. Die habe ich mal bei Amazon bestellt. Das ist genau die gleiche wie die, die ich jetzt quasi anhabe. Die habe ich jetzt hier nur in schwarz an. Die gibt es, glaube ich, auch so gar nicht mehr. Super angenehm, super bequem. Nur die in braun habe ich wirklich sehr selten getragen, weil das auch immer sehr schwierig zu kombinieren war. Deswegen kommt die jetzt auch weg. Ich will mich ja von Dingen trennen, ne? Das war ja die Intention des Ganzen. Genau, die habe ich ja eben noch gefunden. Ich sortiere das jetzt auch mal so ein bisschen nach Haptikgeschichten. Also, dass ich dann hier quasi auch diese etwas glatteren nehme. Dann hier so die etwas dickeren sind es quasi dann ja auch. Ja, auch in grün hatte ich oder habe ich die hier. Ist auch schwierig zu kombinieren, aber besser als braun, weil ich habe meistens braune Schuhe und dann ist es schwierig für mich. Ja, da habe ich allerhand von. Also meine Güte, und mein Bauch knurrt. Die sind auch schon mittlerweile mega verwaschen. Und wenn es die noch geben würde, Leute, ich würde mir die sofort nachbestellen. Aber ich glaube, diese ganz dicken, die kommen jetzt mal weg. Ja, das hier war auch bei einem Outfit. Oh, mein Bauch knurrt, ey. Das sieht halt mehr nach Schlafanzug aus, ne? So, dann habe ich hier noch ganz alte. Die kommen auch weg. Die sind nicht mehr so nice. Zack. Ich konnte mich von Leggings trennen. Ich bin begeistert. Hier habe ich noch so Einsätze. Und einen Sport-BH habe ich hier auch noch. Den habe ich gekauft, weil wir hier damals, kurz bevor ich schwanger geworden bin, mit den Mädels aus der Clique Sport gemacht hatten. Kommt zu meinen Sport-BH-Geschichten. Und hier halt so Einlegedinger, die kommen weg. Hier habe ich eine Latzhose, die ich aber richtig geil finde und die ich sicherlich auch außerhalb meiner Schwangerschaft tragen kann. Die habe ich hier so gerne in meiner Schwangerschaft getragen. Und das sah echt süß aus. Ich vergesse mir immer wieder, dass ich sie habe. Und dann habe ich hier so Sporttops. Hier ist noch eine Leggings, aber das ist eigentlich auch wirklich eine Sport-Geschichte gewesen, auch von Oceans Apart. Die packe ich zu meinen Leggings und gucke mal, ob ich die trage. Die sind ganz hübsch. Die auch? Mensch, die hätte ich ganz vergessen. Ja, und hier habe ich dann halt so Sportoberteile, die ich mir extra bestellt hatte für unseren, nennen wir es mal Hausfrauensport. Kommen zu meinen Tops. Wild. Wild, 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 wild. Aber schon wieder ein bisschen mehr Platz hier. Das finde ich klasse. Ja, diese Schublade ist schlimm. Das ist die Lieblingsschublade von Julius. Denn das war das Erste, was er in meinem Schlafzimmer öffnen konnte und entleeren konnte. Das sind meine ganzen Strumpfhosen. Oh, niemand braucht die. Graue Strumpfhosen finde ich mittlerweile gar nicht mehr so nice und trage ich auch nicht mehr. Ähnlich ergeht es dieser braunen Strumpfhose. Weil ich finde einfach Strumpfhosen, ich meine, wobei nicht, hier habe ich glaube ich eine mit dabei, das ist so eine Schwangerschaftsstrumpfhose, glaube ich. Ich finde Strumpfhosen immer sehr unbequem, weil sie gerne einschneiden, ne? Also gerade so diese Geschichten. Muss ich nochmal gucken. Nee. Die rutschen ständig. Ich trage halt einfach lieber Leggings. Das ist einfach mehr mein Vibe. Um 3 Uhr habe ich angefangen. Es ist jetzt 7:30. Das ist echt heftig, Leute. Ja, krass. Die Strumpfhosen habe ich jetzt einmal durchgedingselt und kann euch jetzt ja auch mal das Bild einblenden. Also ich habe wirklich allerhand entsorgt und tatsächlich habe ich die, die ich auch nicht behalte, also die kommen in den Müll, ne? Also da werde ich jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, die zu spenden oder so, weil das macht keinen Sinn, ne? Aber ihr seht es ja auch an den Lichtverhältnissen, es wird mittlerweile etwas dunkler. Aber Leute, wir sind jetzt auch mit diesem Schrank durch und da bin ich gerade ziemlich happy drüber. Und da hat jetzt auch mein Menstruationswärmepflaster gedönsen und auch die frische Sohlen ihren Platz gefunden, was ich positiv finde. Und mir fällt gerade auf, dass ich diese Schmuckkästchen dann auch am besten hier mit reinpacke.
Weil das sind so meine Special-Reise-Geschichten, die ich da in diesem Fach drin habe. Und das gefällt mir gerade so gut. Den Hut habe ich aufgehangen. Und jetzt kommen wir zum letzten Schrank. Mal gucken, wie lange da jetzt, also Eskalationsmodus laufen wird. Aber das befreit mich alle schon mal sehr. Ja, hier könnte ich jetzt schon mal cheaten, ne? Ich habe schon ein bisschen was aussortiert über die Zeit. Das kann dann auch schon direkt mal in mein aussortiert gelben Sack. Da hätten wir einmal ein Kleid. Jedes Mal, wenn ich mich bücke, habe ich ein Problem in diesem Kleid. Ich finde es aber eigentlich wunderschön, ne? Trotzdem muss es jetzt einfach gehen. Das Kleid kann ich nicht mehr anziehen. Das habe ich auf der Beerdigung von meinem Opa getragen. Und das kann ich einfach auch nicht mehr im Schrank haben. Das tut mir einfach weh. Und dieser BH ist, glaube ich, in der Wäsche eingelaufen, denn der ist mir jetzt viel zu klein. Starten wir mit meinen Tüchern. Ich trage ab und an auch gerne mal Halstücher, gerade wenn es halt ein bisschen kälter ist, mag ich das ganz gerne. Das hier ist auch mal in der My Little Box drin gewesen. Ist halt nicht so mein Vibe. Das hier finde ich total schön und auch ganz entspannt. Das ist auch so eine Musselinstoff. Ich glaube, das hatten wir auch mal in der Box mit drin. War das in der Trench Raider Box? Das hier von C&A ist so mit Sternchen drauf. Das habe ich schon ewig und drei Tage. Finde ich sehr, sehr hübsch. Diesen Loop-Schal, den ich hier in Orange habe, der ist mittlerweile halt auch wirklich uppe, ne? Ich trage den eigentlich richtig gerne. Er erinnert mich aber an meinen ehemaligen Arbeitgeber. Und deswegen muss er gehen. Das ist ein selbstgestrickter Schal, den ich mal von einer Zuschauerin ein Geschenk gekriegt habe. Und den trage ich auch ganz gerne im Winter. Dann habe ich hier noch einen, der sehr dünn ist. Da soll man sich aber nicht von täuschen lassen. Den trage ich ganz gerne, wenn ich tatsächlich erkältet bin, wenn ich Halsschmerzen habe oder so. Nachts. Ja, ein Nachtschal quasi. Ja, dann habe ich hier noch einen rosa Loopschal, den ich sehr hübsch finde, der mich im Winter ein bisschen blass aussehen lässt, aber trotzdem ganz schön ist. Ich glaube, dieses dieses Gedönsen, kommt auch von Ikea, natürlich. Und dann habe ich hier noch einen schwarzen Schal, den ich aber wirklich super selten trage. Der ist aber schön weich, den behalte ich. Jetzt wird es ein bisschen sommerlich, weil jetzt habe ich so meine Blusen und Blazer und so, ne? Das hatte ich letztens in der Lokiro-Box drin. Sehr, sehr hübsch. Mag ich auch gerne und freue ich mich drauf, diesen Sommer und Frühling sehr viel zu tragen. Das hier sieht nicht so nice aus mehr, aber das trage ich halt super häufig. Ich liebe diese Farbe, ich liebe diese Geschichte. Ich liebe es, dass ich es nicht bügeln muss. Genauso ist es bei diesen beiden. Also das ist quasi hier in Kurzarm, in Gelb. Das muss ich nicht bügeln, finde ich klasse. Und das hier habe ich auch aus der Lokiro-Box letztens und das habe ich jetzt aber noch nicht so tragen können. Oh mein Gott, das Licht ist jetzt gerade wirklich gar nicht mehr so gut, weil ich habe da jetzt auch kein Ringlicht oder so, ne? Hier habe ich ein neues Töpfchen, was jetzt auch im Sommer vermehrt getragen werden möchte. Das hatte ich in der Halara-Kooperation und das hier liebe ich, trage ich unendlich viel. Das hatte auch mal irgendwie eine andere Farbe, aber mittlerweile ist es halt dieses super verwaschene Beige und hat auch, eigentlich muss das weg. Oh, nein, ich will es aber nicht wegtun, weil ich es einfach so toll finde. Das hat einfach schon dadurch, dass es so oft getragen und gewaschen wurde, hier schon so weiße Streifen und so, wenn man hier so von, ne, vom Licht her guckt, aber egal. Auch das hier sind zwei sehr, 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 sehr tolle Schätze. Ich habe teilweise keine Ahnung, wo ich die Dinger überhaupt her habe. Manchmal irgendwo bei Amazon gefunden, bei Zalando, bei Dies, Das, Ananas, ne? Oder in irgendwelchen Boutiquen oder so. Das hier liebe ich ja absolut. Oh, das ist ganz, ganz toll. Auch super easy, dass du es nicht waschen musst oder so. Waschen vor allem, bügeln. Und das hier genauso, das habe ich mir mal bei Amazon bestellt. Das war auch so ein Glücksgriff in M, ne? Oh, richtig toll. Hier habe ich eins der wenigen Teile, die ich von Temu tatsächlich auch behalten habe, aus meinem beliebtesten Video mittlerweile auf diesem Kanal, was hier los. Auf jeden Fall, ja, wird das jetzt im Sommer noch mal mehr getragen, weil das letztes Jahr hatte ich das ja im Spätsommer, glaube ich, gekauft war das, ne? Und ja, ne, das wird dann jetzt einfach ein bisschen mehr verwendet und ich denke auch, dass es zu vielen Sachen passen wird, zum Beispiel zu dem grünen Blazer, den ich euch eben gezeigt habe. Das hier ist einfach so ein absolut leichtes Überwurfteil, wenn halt wirklich ein richtig lauer Sommerabend ist. Also wenn es wirklich super, super heiß die ganze Zeit war und man jetzt nicht irgendwelches mega krasses sich überziehen möchte, dann geht das auf jeden Fall. Ja, genau. Die beiden Teile kannst du übrigens auch 1A kombinieren. Dieses Teil ist so eine kleine Hassliebe, aber irgendwie finde ich es total toll.
Ich mag die Farbe, ich mag manchmal die Blümchen da drauf, manchmal nicht. Ich mag manchmal, dass es hier so ein, wie so ein ja, Mini-Röckchen quasi ist, manchmal nicht. Manchmal mag ich, dass es durchsichtig ist, manchmal nicht. Schwierig mit uns beiden. Trotzdem bleibt es in meinem Schrank, weil irgendwie finde ich es toll. Keine Ahnung. Ich kann es halt nicht irgendwie zu Rücken oder so tragen, weil ich finde, dadurch wirkt das Ganze halt etwas wuchtig. Ja, mal gucken. Eigentlich mag ich das. Und das hier, gar keine Frage, finde ich total klasse. Auch hier wieder so eine ganz entspannte Kiste, ne? Und die Farbe, Leute. Hier habe ich nochmal so ein Jäckchen von Armed Angels. Das ist halt auch ganz entspannt, ne? Einfach eine schwarze Strickjacke. Simpel. Das hier kommt, glaube ich, jetzt weg, weil das sieht einfach auch zu oll aus. Auch wenn ich sowas manchmal ganz angenehm finde, aber manchmal muss man auch aufhören, nur so diese ganzen Bequemlichkeitsgeschichten zu tragen. Oh. Tja, dieses Teil habe ich 2012 gekauft. Ich finde es irgendwie immer noch großartig. Ne, also von vorne immer noch wirklich auch richtig, richtig schön. Von hinten ist es halt wirklich sehr verwaschen. Ne? Aber man kann es halt auch sehr gut tragen unter einem Blazer oder so. Ne? Das ist eigentlich ein total tolles Töpfchen. Das kommt von H&M, großartig. Auch dieses hier Gebämsel, das sieht mittlerweile nicht mehr so fresh aus, aber trotzdem noch irgendwie haltbar, läuft. Und diese Bluse finde ich an mir einfach zu wuchtig. Nee, die wird jetzt einfach gehen. Hat auch ein bisschen zu sehr was von Gardine, finde ich. Ja, man sieht, ne, so diese ganz hellen Sachen, das ist dann eher das, was ich nicht so häufig trage. Hier haben wir nochmal was von Lily Silk, was meine Mama demnächst mal bügeln müsste. Ja, auf jeden Fall ist es einfach ein Seiden-T-Shirt, was ich aber extrem schön und elegant finde. Und es passt auch richtig gut zu dem Rock zum Beispiel, den ich euch gezeigt habe. Das passt aber auch sehr gut zu anderen Röcken, die ich habe. Zum Beispiel zu diesem hellen Blümchenrock oder so. Ich habe gerade geguckt, nee, Sammy liegt da nicht draußen, okay. Wohingegen ich dieses Wickelblusending auch zu nicht passend mehr für mich finde. Das kommt jetzt auch weg. Manche Dinge, die hatte ich mir dann gekauft, weil ich dachte, Mensch, das ist doch voll super. Kannst du in der Schwangerschaft Stillzeit tragen, kannst du danach tragen. Aber manchmal ändern sich halt auch einfach diese Geschmäcker, die man hat, ne? Jetzt sind wir wieder bei den etwas dunkleren Geschichten. Ja, hier habe ich auch von Orsay einfach so eine ganz chillige Strickjacke in Schwarz, ne? Wie gesagt, kann man immer gut gebrauchen. Ich habe zwar jetzt die von Armed Angels und ich mag auch nicht so gerne diese Knöpfe hier dran. Na, ich muss mal gucken. Oder? Ne, die kommt weg. Ich habe, wie gesagt, die von Armed Angels, dann brauche ich nicht noch eine zweite. Was soll der Falschgeiz? Die kommt jetzt wirklich weg? Ja, die kommt jetzt wirklich weg. Claudia, du musst hier auch rigoros sein. Das hier ist von H&M und das ist halt auch so hart verwaschen. Das ist ähnlich wie dieses cremefarbene, was ich davon hatte. Ich glaube, das ist sogar zur ähnlichen Zeit damals auch eingezogen. Ich finde es aber eigentlich ganz geil. Ich glaube, das bleibt. Auch wenn das halt aussieht wie Hulle mittlerweile. Also richtig verwaschen. Oh je, die Sonne geht unter. Ihr seht's, ne? Oh, wir sind jetzt gerade wirklich sehr dunkel unterwegs. Bei diesem Shirt muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Das habe ich damals gekauft. Das ist auch schon ewig her. Also 2008 habe ich mir das, glaube ich, gekauft. Ja. Und als meine Eltern sich 2010 getrennt haben, hat meine Mama mir das ab und an mal aus dem Schrank gemopst. Deswegen muss ich immer lachen, wenn ich oder lächeln, wenn ich das sehe. Ich selber trage es halt nicht mehr so häufig, aber ist egal. Es ist einfach ein schönes Erinnerungsstück. So, und jetzt habe ich hier nochmal... Moment, ich habe doch hier meine dunkelblaue. So, die zieht aus, die dunkelblaue Strickjacke, weil ich behalte diese schwarze, weil die von Amisu ist halt auch vom Stoff her etwas schöner noch und nicht so super krass verwaschen. Und ich meine auch, dass ich mir mal irgendwann diese hier als Nachfolger von der dunkelblauen geholt habe. Hier sieht man auch, die Taschen sind nicht so ausgehangen und so. Ne? Das sieht noch alles ein bisschen fresher aus. Genau. Aber das hier wird ausziehen. Das ist so ein kleines T-Shirt mit Puffärmelchen. Da kann ich halt einfach... Ich weiß nie so wirklich, was ich da für ein BH drunter ziehen soll. Da habe ich immer Struggle und da habe ich keinen Bock drauf.
Hier habe ich noch drei Blazer. Einfach für, wenn man sie mal braucht, habe ich sie einfach im Schrank. Das ist eigentlich von H&M alles. Und H&M, finde ich, hat auch immer, ja, hat immer eine ganz gute Qualität, was das angeht. Ich brauche sie jetzt nicht fürs Berufsleben oder so, aber wenn man dann doch irgendwie mal sagt, komm, man möchte irgendwie einen Blazer mal irgendwo drüber ziehen, um warum auch immer, dann habe ich halt welche. Ja, einmal in Grau, das ist auch so ein schön taillierter, das mag ich ganz gerne. Dann ganz klassischen hier in Dunkelblau. Das finde ich auch ganz hübsch. Der glänzt auch ein ganz kleines bisschen. Den mag ich ganz gerne, wenn wir halt wirklich mal auf eine Hochzeit oder so gehen. Und dann hier, ich glaube, der ist mir zu blass jetzt mittlerweile. Ja, nee, der wird gehen. Der altrosane. Boah, das hat richtig Platz gegeben. Das ist ja fast leer da. Ich muss shoppen. Nein, Spaß. Nein. Das ist nicht meine Intention, dass ich euch jetzt hier, nachdem ich meinen Kleiderschrank aussortiert habe, 1000 Try-on-Hauls zeige. Also das auf gar keinen Fall. Ich bekomme ja immer mal wieder halt im PR jetzt auch von Halara Produkte, was auch schön ist. Ne? Die ziehen dann ja auch in meinen Schrank mit ein. Aber ich bin halt einfach nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie Massen mir sowieso so kaufe. Ich habe dann meine Sachen, die ich gut finde, meine Basics oder halt vielleicht mal so ein cooles Teil, was man sich holt oder so. Aber ihr seht es ja selber, ne? Das ist jetzt nicht so exzessiv, oder? Weiß ich nicht. Ich finde, es geht eigentlich. So, hier habe ich Body Tape. Das kann man halt mal gebrauchen vielleicht, habe ich mir gedacht. Ne? Das ist halt einfach ein Body Tape. Ich hole jetzt hier auch erstmal wieder alles raus. Das ist ja doch hier ein bisschen öselig. Hier ist ja noch eine Tasche. So, ich habe hier schon so ein paar Sachen mir mal rausgelegt gehabt, was halt so Stillsachen und so weiter sind, die ich jetzt nicht unbedingt in meinem Schrank mehr drin lasse. Die habe ich offensichtlich hier einfach mal drunter geschmissen. Wie gesagt, ich habe eigentlich unten im Keller dafür extra eine Box. Oh, manchmal, man macht es halt einfach, ne? Man denkt da nicht groß drüber nach. Das hier sind so Dinger, die gehören eigentlich nicht zu mir, sondern zu Julius, weil ich hier immer so seine zu kleinen Babysachen reingemacht hatte, wobei ich dafür jetzt eigentlich auch mittlerweile so Kisten geholt habe. Aber trotzdem verwende ich die halt noch. Also, ja, das ist auch so ein Mami-Zeug. Das ist eine Popo-Dusche. Das hier ist Sexy Time. Das kommt in Müll. Sowas möchte ich eigentlich eher weniger in Altkleider geben. Hier habe ich noch das Band zu der Bluse, die ich eben aussortiert habe, die aussah wie eine Gardine. Weiß gar nicht, wo ich diese ganzen Dinger her habe. Die müssten ja auch in irgendwelchen... Doch, die waren in so Bustiers drin, die ich von Amazon gekauft habe. Die kommen in Müll, weil ja, ich trage die halt immer ohne diese Cups. Klebe-BH läuft. Hier ist ein Wal, das kommt auch bei Julius ins Zimmer. Das machst du halt, ja, so ein Kirschkernkissen halt, ne, kennt man. Was ein Müll hier alle. Oh, guck mal, aus dem Crash Cosmetics Adventskalender sind hier auch noch Pads, Nippelpads drin. Brauche ich das? Weiß man nicht. So, hier habe ich einen Tageslichtwecker. Der ist staubig. Den hatte ich eine ganze Zeit lang auch hier stehen und ich glaube, den sollte ich auch mal wieder aktivieren, weil damit möchte ich gerne gut aufstehen können. Das Ding ist, dass wir halt aktuell hier nicht so viel irgendwo hinstellen können, geschweige denn sowas schön Blinkendes, weil Julius hier halt überall entlang läuft. Ja, das heißt, der muss dann wirklich da drin verbleiben. Und ihr seht da vielleicht auch diese Kästen, die da im Hintergrund stehen, die sind alle leer. Da war mal Kram drin. Das ist so als Kleinaufbewahrungsgeschichte gedacht. Hier habe ich ein Schmuckkästchen. Ich glaube, da ist sogar noch Schmuck drin. Ja, da habe ich noch Brillen drin. Okay. Oh. Und ich will ja nichts sagen, aber ich habe hier gerade Bargeld drin gefunden. Hä? Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, hab ich gut gemacht. Schön, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier auszusortieren. Ja, das sortiere ich jetzt einfach mal so aus, ne? Da muss ich mir echt noch was überlegen, Leute. Verrückt. Hier oben ist exakt eine Sache drin, und zwar meine Taufkerze. Oh, nicht umfallen hier. So,
weitergucken. Genau, das hier wollte ich dann auch zu diesen Sachen packen. Da wollte ich das dann auch gleich noch in den Keller bringen, genau. Hier habe ich Unterwäsche drin. Okay, wow, ich habe mich doch von einigen Geschichten getrennt. Krass. Was ich jetzt noch gefunden habe, ist meine alte Hose. Das ist diese hier. Wobei die gar nicht so alt mehr ist. Die hat mir auch gepasst. Jetzt habe ich dann halt zwei solche scharfen Hosen, was ich jetzt gar nicht so verkehrt finde, weil die hatte ich mir genau damals auch nochmal geholt, als ich das YouTube-Zimmer mit Papa zusammen renoviert hatte. Da sieht man nämlich auch diese wunderschönen Malergeschichten noch dran. Das heißt, die kann ich dann jetzt auch zusammen mit der anderen... Oh, sieht so gut aus, oder? Ja, feiere ich sehr. Aua. Aua. Das war dumm. Kann ich hier dann auch mit reinpacken, denn da habe ich auch quasi die andere Hose. Zack. Apropos Hose. Wir gehen jetzt auch zum letzten Part, und zwar zu meinen Hosen. Das ist hier unten in so einem Rausziehvieh. Das hat sich in letzter Zeit dann doch etwas mehr vermehrt, muss ich gestehen. Ich hatte jetzt auch letztens mal die ein oder andere anprobiert und manche haben noch gepasst, manche nicht. Die, die nicht mehr gepasst haben, habe ich dann natürlich nicht mehr behalten. Hier habe ich jetzt zuallererst eine schwarze. Da hinten sind nur Fussel dran. Das ist alles soweit so gut. Die finde ich eigentlich auch ganz schick, ne? So ein Zwischending zwischen Hose und Leggings. Wobei die jetzt auch nicht mehr so schick ist, dass ich die irgendwie schick tragen würde, glaube ich. Muss ich mal gucken. Ich hatte die, glaube ich, damals für eine Messe oder so bestellt. Oder gekauft war das, ne? Da, nicht bestellt, ich habe sie dann, ja, gekauft halt. Ja, ja, ja. Dann habe ich hier noch eine. Das ist halt auch eine schwarze, eine etwas festere in XL. Sowas ist immer so fies irgendwie, ne? Aber na, ja, das ist eine Hose. Die muss ich eigentlich alle mal durchprobieren, aber es macht jetzt gerade nicht so super viel Sinn. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, dass ich diese Hose überhaupt habe. Gut, habe mich auch gerade entschieden, dass diese Hose wegkommt, weil die halt einfach auch nicht mehr, die habe ich halt viel getragen. Ne? Die ist halt auch schon relativ, dass du halt lose Fäden und so weiter siehst. Also die ist nicht mehr so optimal. Genau. Ja, und die ist mir mittlerweile hier halt auch ein bisschen zu eng und da muss man sich davon trennen, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich muss zusehen, dass ich so viel abnehme oder sonst irgendwas, weil das tue ich eh nicht. Jedenfalls nicht, sollte ich nicht. So, hier habe ich eine relativ neue Hose. Die ist von Armed Angels, die mag ich sehr gerne, ist jetzt auch total in mit dem Schlag unten, ne? Mit dem etwas weiteren Bein, finde ich sehr schön. Ach, was soll's. Ich hole sie erstmal hier alle raus. Bevor ich hier die ganze Zeit rumfussel, das macht ja alles auch keinen Sinn hier. Was mache ich denn da? Dann kann ich ja quasi das Ganze vielleicht so von dunkel zu hell auch richtig mal sortieren. Farblich. Oh, das wäre ja richtig geil. Ein Hosenhaufen. So könnt ihr das Spektakel auf jeden Fall ein kleines bisschen besser sehen, oder? Ich glaube, es gar nicht verkehrt. Ja, jetzt könnt ihr erstmal sehen, wie ich ein bisschen wühle. Denn ich suche jetzt natürlich nach schwarzen Hosen. Das ist eine ganz normale, schlichte schwarze Hose, die ich einfach vollkommen vergessen hatte. Aber ich glaube, das Ding ist, dass die mir auch einfach zu eng ist. Ich meine, allein wenn ich sie schon anhalte, ist sie mir zu eng. Ja, fühlt sich unheimlich toll an. Ist von H&M, ne? Aber nee, auch die hier ist mir mittlerweile leider zu eng. Die ist so, oh, so toll gewesen von Freddy Wear. Also, ja, die ist einfach zu klein. Die ist einfach zu klein. Ist Größe 38 und ich habe mich da letztens auch versucht reinzuquetschen. Das hat nicht so funktioniert und ich war danach total traurig. Und das war kein günstiges Schätzchen, aber ich habe darauf keinen Bock, irgendwelche Sachen zu haben, die mir zu klein sind, die mir zu eng sind. Da habe ich doch viel lieber sowas, was so richtig schön walle-walle weit ist, ne? Und einfach ein bisschen freundlicher. So. Vielleicht hätte ich das alles auch schon sortieren können, als ich das einfach blind rausgezogen habe. Wäre mal eine gute Idee gewesen. Die hier von Freddy Wear ist freundlicher, weil die hier einfach vorne einen Reißverschluss hat. Die ist auch sehr, sehr schmal geschnitten, das sieht man wohl, ne? Aber die ist nicht so böse. Da kann ich mir vorstellen, dass ich da, nachdem ich halt mit meiner Geschichte hier durch bin, wieder reinpasse. Auch die hier finde ich großartig. Die ist schön weit, die ist charmant, die habe ich gerne. Die kommt von
Frequent. Ach ja, genau, die hatte ich in auch so einer Lokiro-Geschichte drin. In meiner ersten Lokiro-Box war die mit dabei. Die ist richtig toll. Hat auch so einen leichten Glanz, ne? Aber die ist ein bisschen laut. Also da muss ich immer ein bisschen aufpassen, wenn ich damit dann durch die Gegend laufe. Man hört mich halt. Was habe ich hier eigentlich gemacht? Einen riesigen Wühlhaufen. Ganz toll, Claudi. Das ist total überlegt und hier voll mit Sinn und Verstand. Das hier ist auch so eine Jeggings quasi, so eine Cargo-Leggings, ne? Die ist ganz toll. Die ist schön, die ist bequem und die ist freundlich zu meinem Bauchi. Das ist eine braune. Die erfordert eigentlich, dass sie auch mal gebügelt werden möchte. Habe ich aber keinen Bock drauf. Doch, die bleibt auch noch. Ich glaube, das könnte jetzt auch so im Frühling, Sommer ganz schön und entspannt sein, oder? Ich muss mal gucken. Doch, eigentlich finde ich die ganz süß. Eigentlich finde ich die ganz süß. Ich habe noch eine braune. Die ziehe ich sehr, sehr viel zu Hause an. Also das ist fast schon so eine Launchhose. Ich bin damit aber auch schon durch die Gegend gelaufen. Also dass ich dann hier halt quasi, ne, zum Einkaufen oder so die anhatte. Ja, du kannst wohl machen. Weiß, es ist so schön, aber so schwierig. Nein, du musst jetzt gehen. Du bleibst nicht bei mir. Oder? Oder doch? Nee, eigentlich ist es so eine ganz, ganz tolle Hose, ne? Eigentlich bist du toll. Ich gebe dir eine Chance. Die ist schon ein bisschen durchsichtig, aber ich habe ja eben meine Unterwäsche durchgeguckt. Da hätte ich das ein oder andere, was ich damit tragen könnte. Weiß es aber ganz kritisch. Ja gut, bin ich jetzt mal so ein bisschen hier außen durcheinander. Das ist halt auch, ne, so ein, ja, richtig geiles Teil. Das ist so richtig Frühling. Luftig, locker, leicht. In einem wunderschönen Aprikot. Muss auch nicht bügeln. Kannst einfach so aufhängen. Easy. Trocknet. Aber ich glaube, wenn man die dann halt trägt und ja, sich hinsetzt und so, dann hast du vielleicht die ein oder andere Falte. Ja, wir bleiben auch bei Bunt. Da hätte ich hier auch noch mal Lila im Angebot, ne? Das sind halt wirklich so Hosen, die sind freundlich für meinen Bauchi. Und das mag ich. Ich weiß gar nicht, sind die alle von der Lara? Nee, die ist zum Beispiel hier von Shein. Da muss ich halt auch einfach dann immer gucken, ob ich die jetzt dieses Jahr so trage. Ne? Das sehen wir dann ja. Bock drauf habe ich ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja, hier habe ich jetzt auch noch so eine Arbeitshose randommäßig mittendrin. Die passt auch ganz gut. Ne? Das halt, wenn es wirklich heiß ist, dann brauche ich jetzt nicht mit Blaumann draußen rumrennen. Dann habe ich halt hier meine Gartenhose und da ziehe ich mir auch eigentlich keine kurzen Hosen an. Sehr selten. Ja, sieht man auch, ne? Ist gut getragen. Ich mag die einfach gerne. Die ist, glaube ich, von Active Touch. Ich glaube, bei Lidl oder bei Aldi gab es die mal. Richtig praktisch. Die müsste eigentlich zu den Arbeitshosen und nicht zu meinen Hosenhosen, ne? Da habe ich jetzt aber auch hier ein Fass aufgemacht, dass ich hier meine Arbeitsklamotten. Weißt du, eigentlich haben Männer sowas, aber Frauen? Vor allem, dass ich meine Arbeitsklamotten neben meinen Schlafklamotten platziere, ist auch irgendwie sehr random. Okay, so wir bleiben bei Bunt, weil ich bin da hinten jetzt bei Bunt erstmal. Auch wenn das eigentlich braun ist, ist es aber dann doch irgendwie bunt. Die ist auch super bequem und super easy peasy, ne? Ach, ich mag sowas. Sehr entspannte Hose halt. Oh, das wird hier so richtig schön bunt in dieser großartigen Aufhängung. Finde ich echt klasse. So, grün wäre jetzt auch mal gut. Ja, das ist halt auch eine laute Hose. Dinge, über die man sich nur Gedanken macht, wenn man ein Kind hat, ne? Laute Hosen, leise Hosen. Das ist total verrückt. Aber gut, schön finde ich sie auf jeden Fall. Ist eine praktische Cargo-Hose und jetzt auch im Frühling, glaube ich, eine ganz gute Sache. Macht eigentlich auch einen ganz passablen Po. So, dann würde ich sagen, kommt das hier auch noch zu den bunten Sachen quasi oder kommt das zu den schwarzen Sachen? Ich glaube, zu den schwarzen Sachen. Das hier ist auch so eine Jeggings, eine ganz entspannte Sache. Ne? Ja, hat auch Taschen, was ich schön finde. Das ist halt sowieso eine Sache, dass wenn ich eine Jeggings oder eine Hose trage, dann möchte ich da auch eigentlich Taschen bei haben. Genau, das packe ich dann hier zu den schwarzen Sachen. Genau, und jetzt kommen wir zu den Jeans und ja, und so. Das hier ist auch wieder so eine, ich glaube, das habe ich in Schwarz und in diesem Blau. Ich glaube, ich zweimal. Ja, ist halt einfach auch ein praktischer Schnitt, ne, wenn man das mal so sagen kann. Jetzt machen wir, die hatte ich euch ja schon gezeigt, von Aunt Angels. Die kommt hier direkt mal so hin. Dann bist du die nächstdunkle, oder? Nee. Du? Wer ist jetzt dunkler? Hä? Warte. Kann es sein, dass ich manche Sachen hier doppelt habe? Dich habe ich. Nee. Nee, nee.
Das hier ist nämlich eine, die hat unten Schlag und hinten halt auch so Taschen drauf. Die hat sehr, sehr viele Taschen sogar und ist eine Jeggings. Das hier ist auch eine Jeggings, aber die hat nur Seitentaschen. Wie oft tragt ihr so eure Hosen? Das kommt bei mir tatsächlich immer drauf an, was so über den Tag passiert, aber an und für sich 2 bis 3 Tage easy. Genau, und dann habe ich hier auch noch so eine Jeggings, die ist oben halt auch ein bisschen verstärkter. Ich glaube, das ist so eine Push-Up-Geschichte für den Popo. Da hast du auch Popo-Taschen, aber keine Vordertaschen oder Seitentaschen. Ja, mit so ein bisschen so einer Waschung mit dabei. Aber die brauche ich alle. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, die hellste. Die habe ich jetzt justement gerade erst in meiner Lockiro-Box drin gehabt von Vero Moda. Ja, das ist dieses Schätzchen in XL, ne? Habe ich jetzt gewaschen. Ich glaube, ohne Weichspüler, deswegen ist die auch so hart. Und ja, Jeans ist halt am besten und am umweltschonendsten, wenn du die an der Luft trocknen lässt und nicht in Trockner schmeißt, weil die ansonsten auch, glaube ich, relativ schnell uppe sind. Achso, das ist eine kurze Hose. Das ist eine Zara-Hose. Jo, die mag ich auch ganz gerne. Die sitzt auch eigentlich wie eine 1 bei mir. Funktioniert ganz gut. Das ist nämlich auch in der Größe 40. Ja. Die ist schön. Dann habe ich hier noch eine. Die kommt von Armed Angels. Und die ist in der Größe. Boah, keine Ahnung. Das ist so eine richtige Jeansgröße. Da komme ich nicht so mit klar. Das ist eine Detox-Denim. 30-32. Nur so für mich auch zur Info, ne, dass das quasi so meine Jeansgröße ist, weil die normalerweise ganz gut auch immer passt. Das hier ist eine kurze Hose. Da weiß ich aber echt nicht mehr, ob die noch passt. Das muss ich nochmal anprobieren. Ich glaub's nicht. Oder? Weil die halt hier oben auch so eng ist, ne? Ich glaube, da sind wir nicht so unbedingt mehr into it. Nee, die kommt auch weg. Sapi, guckt euch das an. Da ist ja richtig wieder Platz. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier auf dem Bett sieht es ja auch noch aus wie Hulle. Das muss hier noch alles ein bisschen aufgeräumt werden. Das ist mir durchaus bewusst, dass das hier natürlich auch alles noch aufgeräumt werden muss. Gar keine Frage. Ne? Aber trotzdem, wenn ich mir das jetzt so angucke in meinen Schränken und wir haben es jetzt 8:30, also ich war schon eine ganze Weile am Film, ne? Dann finde ich, dass das alles viel ordentlicher aussieht. Dass ich natürlich, dadurch, dass ich 4 gelbe Säcke aussortiert habe, alter Schwede, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, bin ich vollkommen ehrlich, ne? Plus dann noch, was ich in Restmüll packe und was ich dann ja auch woanders hinpacke. Da ist ordentlich was zusammengekommen und da bin ich auch echt irgendwie erleichtert, bin ich ehrlich. Ja, wie gesagt, es gibt 3 Gewinner in diesem Video. Da gibt es den Rucksack mit diversen Essentials zu gewinnen, den Ultraschallreiniger für den Schmuck und hier von Lily Silk habe ich natürlich auch noch den Rock. Ihr könnt auch an allen 3 Sachen mitmachen, wenn ihr möchtet, ne? Alles dazu in der Infobox. Ich habe hier noch ein kleines bisschen aufzuräumen. Ich finde, dass wir hier richtig viel geschafft haben heute. Und das ist auch so eine Sache, ne? Wenn ich jetzt einfach so durch meinen Kleiderschrank gehe, ohne dass ihr mit dabei seid, dann gehe ich da auch nicht so konsequent vor, weil ihr so ein bisschen auch aufpasst. Und ich gehe auch nicht so, wie soll ich das sagen, so detailliert für mich persönlich auf alles Mögliche ein. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht so 2 Stunden heute brauche. Sind dann doch ein paar mehr geworden. Viel Spaß beim Schneiden, Zukunfts-Claudi. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.